Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel Kickers am Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten Letzten. Hopp. Vor dem Abschluss. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang ein Spiel Kickers am Bach gesammelt. Zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los und
Da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Hopp. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live im OFC Fanradio und Kickers TV. Wir haben hier mal ganz kurz zu Beginn den Blick auf die Einlasssituation gerichtet. Da sind noch einige Kickersnasen, die außerhalb des Stadions stehen, und da werden noch einige ins Stadion strömen. Und jetzt lasse ich euch mal ganz kurz mit der Atmosphäre alleine, denn unten verliest Olaf Kruse gerade die Aufstellung, auf die wir sicherlich auch gleich noch eingehen werden. 17 unser Kapitän, Marc, 21, Ron, 31, Ronny und mit Nummer 32, Vincent. Und nachdem ihr schon ein paar Spieler gehört habt, wollen wir natürlich auch jetzt mal in Gänze auf die Aufstellung von Kickers Offenbach blicken. Und dann schauen wir mal rein. Haben wir noch ganz kurz kleine Findungsschwierigkeiten gehabt, was die richtigen Knöpfe angeht, und schauen jetzt rein. Also im Tor wird selbstverständlich Johannes Pommes Brinkis beginnen. Viererkette aus Marcos, Sorge, Knote und Moreno. Doppelsechs Dejanovic und Kapitän Marc Wachs. Über links Christian Arcesen. Eigentlich gelernter Linksverteidiger, wir haben ihn in dieser Saison auch schon in der Innenverteidigung gesehen, und jetzt in der linken offensiven Position Onur Ünlüçivci, der ist mittlerweile wieder gesundet und ist jetzt auch im Kader, aber scheint allerdings noch nicht wieder fit genug zu sein für die vollen 90 Minuten. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ihn im Laufe des heutigen Abends aber noch sehen werden. Über rechts Boubacar Berry und dann der Doppelsturm aus Ron Belinski und Routinier Dimitri Nazarov. Das ist die erste Elf. Und auf der Ersatzbank hätten wir dann noch zum Nachlegen Ersatztorhüter Lukas Becker, dann Stefan Menser, wie schon angedeutet. Onur Ünlüçivci ist wieder mit von der Partie. Ebenso gleiches gilt für Valtrin Mustafa, Irvin Pfeiffer, Sascha Korb, Wasim Karada, Almin Mesanovic und Jason Breitenbach. Ja, da wissen wir also, wer die erste Elf ist im Spitzenspiel des 12. Spieltags der Regionalliga Südwest. Und warum ist es ein Spitzenspiel? Weil heute unter Flutlicht am Biberer Berg der FC 08 Homburg gastiert, die ihrerseits die beste Defensive der Liga stellen. Und da wollen wir gleich mit dem Kollegen Marius Schnelker mal drauf gucken, wie die Homburger, aufgestellt von Trainer Danny Schwarz, heute agieren werden. Ja, das Team von Danny Schwarz, was sich absolut gefangen hat, auch in dieser Saison, hat er nicht so sonderlich gut gestartet mit dieser 1:4-Niederlage gegen Trier im ersten Spieltag. Aber die letzten 5 Spiele, glaube ich, kein einziges Gegentor gefressen. Hoffentlich wird das heute anders sein, wenn unser OFC hier zu Hause wirbeln wird unter Flutlicht, du hast es schon erwähnt. Hier also die Aufstellung. Wir fangen an mit Kretschmer im Tor, dann von links nach rechts im 4-4-2-System. Dombrovka, Kirchhoff, Heilig und Steinmetz. Die beiden Doppelsechser sind Jansen und Ristel. Der Kapitän, über links kommt dann Markus Mendler, über rechts Leon Petö, den wir noch aus Barockstadt kennen. Und vorne drin David Hummel und Patrick Weihrauch, also die Doppelspitze der Homburger. Ähnliches Spielsystem wie der OFC werden wir heute wahrscheinlich auch erkennen. Hoffentlich ist das nicht so, dass es sich zu sehr spiegelt, sodass auch ein Spielfluss kommt und das Spiel auch gut wird. Hoffentlich hält der Platz. Und dann kann das heute Abend, glaube ich, ein ganz gutes Fest werden. Es ist auf jeden Fall angerichtet. Wir sind mal gespannt, ob der Anpfiff tatsächlich auch pünktlich vonstatten gehen wird. Stand jetzt gibt es allerdings keinen Grund, Gegenteiliges anzunehmen. Es sind zwar noch einige Kickers-Fans draußen vor den Toren, aber normalerweise hätte man jetzt schon etwas Entsprechendes gehört, dass der Anpfiff sich verzögert. Wir gehen also davon aus, dass um 19 Uhr angepfiffen werden wird. Dann kann ich schon mal auf ein sich anbahnendes oder gerade laufendes Jubiläum hinweisen und auch darauf hinweisen, dass es da bald Neues geben wird. Das Fanzine der Erwin. Wenn man jetzt mal so schaut, von wann datieren die ersten Berichte des Fanzines, dann ist das jetzt ziemlich genau 30 Jahre her, 1994, begann die Redaktion
die Spiele von Kickers Offenbach nachzuerzählen im Tagebuch und auch sonst allerlei Berichtenswertes rund um den OFC in einer ganz eigenen Art zu erzählen und niederzuschreiben. Und da sagen wir also Glückwunsch zum 30-jährigen Geburtstag, der ja, jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich zu feiern ist. Und es wird auch demnächst, das weiß ich aus erster Hand, der neue Erwin rauskommen. Nicht allzu ferner Zukunft. Ein neues Druckerzeugnis aus diesem Hause. Dann lass uns gerne noch ein bisschen über das Sportliche reden, lieber Marius. Oder hast du noch ein anderes Thema mitgebracht? Ja, aber auch gerne abseits vom Platz. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Zumindest diejenigen, die dem Portal die falsche 9 folgen auf den sozialen Medien der OFC. Sehr präsent in den ganzen Fanzahlen. Um uns ein bisschen was vorzulesen. Seit 2010, 2011 der beste Zuschauerdurchschnitt. Also seit über 10 Jahren 7.676 Fans kommen im Durchschnitt an den Biberer Berg. Auswärtsfahrer sind wir sogar über 3 Bundesligisten mit 1.242. Also ganz, ganz toller Fansupport, den wir auch diese Saison wieder sehen. Vor allem diese Saison, das ist nochmal gewachsen und das ist einfach unglaublich. Wir sind im 12. Jahr Regionalliga und dass wir diese Fanbase haben, ist einfach nur der Wahnsinn. Und wir hören sie auch schon im Hintergrund. Heute tatsächlich auch einige Homburger mitgereist. Also der Auswärtsblock in Grün und Weiß, ganz gut gefüllt. Aber die Waldemar Kleintribüne, auf die wir jetzt hier blicken, ein Fahnenmeer in Rot-Weiß. Ein Traum von Anblick, jedes Heimspiel. Und sie stimmen sich schon ein, 4 Minuten vor 19 Uhr. Und dann kann es gleich losgehen. Ich glaube, wir haben hier den Kamerabild aufgemacht und mal nach draußen geguckt, ob da noch einige stehen. Aber die finden jetzt auch langsam aber sicher ihre Plätze, sodass das Spiel auch pünktlich angepfiffen werden kann. Wir sind bereit, die Spieler sind bereit. Und dann kann es gleich starten in diesem Spitzenspiel. Platz 2 gegen Platz 5, du hast schon erwähnt, die beste Offensive gegen die beste Defensive. Das kann heiß werden. Wir schauen nochmal auf die Aufstellung der Gäste aus Homburg. Ja, blend ruhig nochmal ein, genau. Kretschmer im Tor, Dombrovka, Kirchhoff, Heilig und Steinmetz bilden die Viererkette von links nach rechts vorgetragen. Davor dann Jansen und Ristel, über links Mendler, über rechts Petö und vorne drin Hummel und Weihrauch. Aber wir schauen auch nochmal auf die OFC-Aufstellung mit Brinkis im Tor. Davor dann Markus, Sorge, Knote und Moreno, Dejanovic und Wachs in der Zentrale. Über links kommt Arcesin, über rechts Bubaka, Berry und vorne drin Berlinski und Nazarov. Freudige Nachrichten, auch Onur Ünlüçifci und Valdrin Mustafa sind wieder rechtzeitig fit geworden, nehmen aber zunächst auf der Bank Platz. Sind also Optionen für die Offensive. Vielleicht ein bisschen schon mal vorab zur Einschätzung, was für eine Art von Spiel wir erwarten werden. Der Kollege Schnelke hat es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Er hofft, dass sich dadurch, dass beide Mannschaften im selben Spielsystem, in derselben Postierung auf dem Feld agieren, dass er hofft, dass es sich nicht zu sehr neutralisiert. Nach allem, was man im Vorfeld aus Homburg hören konnte, scheint dabei erstmal der Fokus zu legen, aus der geordneten Defensive heraus hier am Biberer Berg zu bestehen. Danny Schwarz hat im Vorfeld gesagt, dass es entscheidend sein würde, die offensive Qualität und Erfahrung des OFCs im Griff zu haben. Und auch von den Spielern her war zu hören, dass man eher erstmal aus der starken Defensive heraus agieren möchte. Aber das kann natürlich auch alles taktisches Vorgeplänkel sein. Und die Homburger kommen hier gleich mit dem Messer zwischen den Zähnen und 5-Mann-Pressigen aus den Kabinen heraus. Sind wir natürlich sehr gespannt. Da wir jetzt gleich auf die letzten 60 Sekunden, bevor es eigentlich losgehen sollte, zugehen. Wir können ja vielleicht mal einen Blick reinwerfen in den Spielertunnel, da die Fanfaren jetzt ertönen. Und angeführt vom Schiedsrichtergespann Nico Dönges, Frederik Kaufmann und Nabil Benazza laufen die Spieler aufs Feld. Die Kapitäne Mart Ristel und Marc Wachs, beide jeweils in der Mittelfeldzentrale beheimatet, führen ihre Mannschaften aufs Feld. Der OFC in den roten Heimtrikots. Die Homburger, glaube ich, auch in ihren Heimtrikots. Aber dadurch, dass diese grün sind, ist das kein großer Farbzwist. Also Homburg ganz in grün, der OFC in rot-weiß. Das Ganze vor der wunderschönen Kulisse am Biberer Berg. Ich denke, deutlich über 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden es heute Abend werden. Der FSG Freigericht. Ja, und die Einlaufkinder haben natürlich auch Spaß. Alles präsentiert von der Rewe-Familie Güler, unser toller Sponsor. Und das auch nochmal zu erwähnen, die Sparkasse Offenbach, die uns jetzt schon seit einigen Jahren bei jedem Heimspiel und sowieso jedem Video, was wir auf Kickers TV veröffentlichen, unterstützen. Ganz, ganz tolle Partnerschaft. Vielen Dank nochmal an die Sparkasse Offenbach, dass ihr wirklich einiges möglich macht und uns das hier auch ermöglicht, jedes Spiel für euch zu streamen da zu Hause. Münzwurf. Mart Ristel und Marc Wachs
stehen da bereit. Johannes Brinkies wartet natürlich auch nochmal, um gleich seinen Ballcheck zu machen. Hat er schon erledigt und dann blicken wir gespannt auf den Anpfiff. Wer wird ihn ausführen? Wer hat den Münzwurf gewonnen? Der UFC zunächst von rechts nach links in den rot-weißen Trikots, in den Heimtrikots, du hast es angesprochen. Hier zu Hause am Biberaberg haben wir schon unsere Zuschauerzahlen Predictions ausgesprochen. Ich schätze mal, es werden 7.731. Kaspar, was sagst du? Ich sage, es werden 7.012 Zuschauerinnen und Zuschauer am Biberaberg heute Abend sein. Alles klar, alles klar. Dann schauen wir drauf. Also nochmal. Schwören sich die beiden Mannschaften nochmal ein. Der UFC natürlich nochmal in Richtung Waldemar Kleintribüne. Und das ist zum ersten Mal richtig laut hier. Freitagabend. UFC, was gibt's Schöneres? Das Flutlicht strahlt. Der Ball am Anstoßkreis. Homburg wird zunächst anstoßen, die Partie also einleiten. Wir blicken jetzt schon mal so ein bisschen auf das System. Hinten aus der Viererkette raus. Zwei Sechser, zwei Außen, zwei Stürmer, 4-4-2-System auf beiden Seiten. Und der Ball rollt. Homburg zunächst mit dem Anstoß nochmal zurück zu Ristel. Der sucht den Weg auf die rechte Seite. Der kommt auch direkt an auf Markus Mendler, der rechts startet. Versucht es mit der Finte gegen Ronny Marcos, aber der macht die Beine zu. Ist wachsam. Erster Einwurf der Partie. Geht an Homburg auf der Verlängerung der 16er-Linie auf der rechten Seite. Und der kann wohl weit einwerfen. Mal mit der Nummer 6. Maximilian Jansen und steht auf. Wenn ihr Kickers seid, dann machen wir mal mit. Kaspar, weiter Einwurf jetzt in den Strafraum. Sorge zunächst mit dem Kopf dran. Geht aber zurück zu Jansen, der mit einem Haken. Christian Achesen erstmal dazwischen. Homburg beim zweiten Ball. Erneuter Spielaufbau auf Höhe der Mittellinie. Und jetzt kommen sie über die linke Seite mit weiten Schritten. Dombrovka, der den Ball da vorantreibt. Und dann der Pass in die Tiefe. Flankenmöglichkeit, aber ausgerutscht von Dombrovka. Da war noch ein UFC-Spieler dran. Und da gibt es die erste Ecke der Partie. Ein Fall bei Homburg für Markus Mendler. Einer, der seit Jahren bei Homburg seine Leistung bringt, über den sehr, sehr viel läuft mit gefährlichen Standards. Das gilt es für uns jetzt erstmal zu überstehen, diese erste Ecke in der zweiten Spielminute. Markus Mendler also mit links gleich vom Tor weg. Jetzt kommt die Ecke auf den Elfmeterpunkt gezogen, aber Barry ist erstmal da. Abpraller landet bei einem Homburger mit dem Abschluss, abgefälschter Ball. Die Kickers sagen, da waren Homburger dran, aber wurde wohl von einem Kickerspieler abgefälscht. Ich habe nicht genau gesehen, wer es war. Nächste Ecke. Etwas undurchsichtige Situation, aber der Respekt, den der OFC vor den Homburger Standards hat, ist, glaube ich, schon ein bisschen in der Positionierung zu sehen. Da war jetzt alle Mann waren im eigenen Strafraum. Und das ist auch allemal berechtigt. Markus Mendler, das wissen wir aus den letzten Jahren. Brutal gute Standards schießt der Flügelspieler zwischen 31 Jahre alt. Und er schaut da mit links vom Tor weg, tritt er diesen Eckball hinein in den Offenbacher Strafraum, aber flach. Und das ist erstmal geklärt. Zweiter Ball ist bei den Grün-Weißen aus Homburg, die dann erstmal hinten rumspielen. Aber Ron Berlinski, der direkt Druck macht und so verhindert, dass Homburg direkt wieder nach vorne spielen kann. Und das war ein ganz wichtiger Laufweg von Ron Berlinski. So kann der OFC erstmal ein bisschen rausrücken, sich sortieren. Aber Homburg kommt schon wieder mit dem langen Ball nach vorne Richtung Mendler, der unterm Ball vorbeispringt. Knote erstmal mit dem Kopf dran und Marc Wachs, der dann die Kugel runternimmt, kontrolliert und zurück zu Pommes Brinkes spielt. Erster kontrollierter Ballbesitz für den UFC. Knote jetzt am Ball, über die rechte Seite gespielt zu Vincent Moreno. Der schiebt die Kugel in Richtung Boubacar Berry, lässt direkt prallen auf Wachs, der auf der rechten Seite durchgegangen ist. Der UFC schon in der gegnerischen Hälfte in die Mitte gespielt, nochmal zu Boubacar Berry, der zurück zu Dejanovic und dann geht es über die linke Seite. Kontrollierter Aufbau vom UFC, Sorge jetzt zu Christian Achesen, gute Ballschärfe da in diesem Pass von ihm. Und dann geht es aber zunächst zurück in die eigene Hälfte, Sorge zu Dejanovic, der sich fallen lässt für den Dreieraufbau. Links raus zu Sorge, der wird angelaufen von Mendler. Kriegt den Ball aber noch los, kriegt den Abpraller auch von Dima Nazarov. Nazarov jetzt im Zentrum mit einem Haken, wird getroffen und da gibt es den ersten Freistoß der Partie für den OFC. Position Mittelkreis, Gaspar, du nickst. Ja, aber es war auch wirklich aus Homburger Sicht ein extrem wichtiges Foul. Ron Berlinski hatte da links eine große Lücke zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger anvisiert bei den Homburgern und war da gerade reingestartet.
ich bin mir ziemlich sicher, dass Dima Nazarov genau dahin gleich gespielt hätte, wenn er nicht gefoult worden wäre. Dementsprechend Freistoß OFC. Natürlich, also für eine gelbe Karte, taktisches Foul war es nicht, geht in Ordnung, aber jetzt kommt der Freistoß. Freistoßflanke von Marc Wachs in den Strafraum hinein, erstmal rausgeköpft. Zweiter Ball ist bei den Homburgern, dritter Ball ist bei Marc Wachs aus dem Hintergrund, könnte er schießen, schießt, dann war er abgefälscht. Hand wird gefordert, zweiter Ball ist beim OFC, flache Hereingabe von Dima Nazarov, erstmal geklärt. Aber nur bis Ronny Marcos, der die Kugel einsammelt und direkt wieder reinheben möchte in den Homburger Strafraum. Homburg klärt raus und Hummel ist das dann letzten Endes, der die Kugel aufnehmen kann und dann verteilt. Und jetzt könnte Homburg schnell umschalten. Das versuchen sie jetzt über rechts. Markus Mendler beim Abseits. Ja, ja, das war schon im Ansatz zu erkennen. Ballbesitz OFC, aber es geht direkt sehr lebhaft los in den ersten 4 Minuten. Ja, das Schnellen direkt 5 Arme nach oben, um zu reklamieren, dass das Abseits war. War eine sehr knappe Entscheidung, glaube ich. Da sieht man auch das Grinsen bei beiden Trainerbänken. Ja, war eine knappe Kiste. Markus Mendler dann aber doch um Haaresbreite in der Abseitsposition. Also ein flotter Start in diese Partie. Neue Knote auf der rechten Seite jetzt mit dem Ball am Fuß. Findet Boubacar Berry, der die Kugel abschirmt gegen 2 Gegner, aber dann den Ball verliert. Aufbau Homburg durchs Zentrum. Und jetzt kommen sie über die rechte Seite. Ein Homburger auf dem Boden liegen geblieben. Markus Mendler bleibt aber erstmal am Ball, zieht jetzt in die Mitte, immer noch Mendler, sucht den Doppelpass, aber gut geklärt erstmal vom OFC. Und damit Berry gefoult auf dem Weg nach vorne von Mart Ristel. Das ist das Foulspiel und der Freistoß für den OFC. Und da ich mir gut vorstellen kann, dass vielleicht der eine oder die andere aus Homburg uns auch zuhören oder zuschauen, 2 Hinweise. Das eine ist, dadurch, dass wir das auch im Radiostream anbieten, kommentieren wir dieses Spiel immer im Radiomodus. Und zum anderen, seht es uns nach, wir haben die rot-weiße Brille, Marius und ich, wir sind beide Fans von Kickers Offenbach. Dementsprechend haben wir die Vereinsbrille natürlich auf und sehen jetzt ein etwas riskanter Rückpass von Marc Wachs zu Brinkis. Deswegen klärt der die Kugel erstmal hoch und weit. Und Homburg kann die Kugel dann erstmal sichern, spielt dann selber hoch und weit nach vorne. Ballbesitz OFC. Und jetzt der Versuch schnell umzuschalten und dann ist die Kugel wieder weg. Und jetzt ist der Ball bei Homburg, jetzt der Ball wieder beim OFC. Also ein bisschen hin und her und toll, der Außenrisspass von Acesin in die Spitze zu Ron Berlinski. Nach links draußen ist er jetzt gestellt, erstmal von Benny Kirchhoff. Dann ist Ronny Marcos da, linke Außenbahn mit Christian Acesin. Acesin, der dann erstmal auf den Ball tritt. Guter Haken von Acesin, Hereingabe, scharf hereingezogen am zweiten Pfosten. Er läuft sich Vincent Moreno den Ball vor der Seitenauslinie. Hat dann direkt einen Gegenspieler bei sich, Dima Nazarov. Verliert die Kugel, Vincent Moreno sammelt aber wieder ein. Marc Wachs könnte jetzt den Ball hineinflanken, flankt ihn herein. Kirchhoff klärt erstmal und dann unterbindet Alex Sorge einen Konter der Homburger mit einem brachialen Schlag ins Tor aus der Homburger. Abstoß vom Tor von Tom Kretschmer, das ist der in Gelb spielende Schlussmann der Homburger. Gibt also erstmal Abstoß, gut vorgetragener Angriff des OFCs. Leider war da kein Abnehmer am langen Pfosten bei dieser scharfen Hereingabe von Christian Acesin, der die Situation selbst eingeleitet hat. Mit diesem Traum-Außenrisspass. Super Laufweg natürlich auch von Ron Berlinski davor auf die linke Seite raus. Weiter Abstoß jetzt von Homburg. Sorge erstmal dazwischen. Zweiter Ball dann bei Boubacar Berry auf der rechten Seite. Vincent Moreno hilft, kommt auf der rechten Seite mit. Ein Haken gegen den Gegenspieler. Geht dann zu Boden, muss schnell wieder aufstehen und grätscht seinen Gegner ab. Es gibt Einwurf für Homburg. Ganz tief in der eigenen Hälfte, die Chance für den OFC also zuzustellen. Das sind so 3 Meter von der Eckfahne entfernt. Zwischen Block 1 der Waldemar Kleintribüne und dem Auswärtsblock. Dombrovka beim Einwurf. Nochmal zurück zu Dombrovka. Und dann der weite Ball. Berlinski stellt sich dazwischen. Wird dann auch getroffen bei dieser Aktion von Dombrovka und bleibt erstmal am Boden liegen. Hat den Ball anscheinend in den Bauch bekommen oder einen Fuß vielleicht noch abgerutscht vom Ball in den Bauch. Hüftbereich, du sagst es ja. Aber scheint für ihn weiterzugehen, hat er Schmerzen. Ja, und auch faire Geste von dem Homburger Spieler, von Max Dombrovka, dass er dann direkt da ist und sich entschuldigt. Alles keine bösartige Absicht zu erkennen gewesen, Einwurf Homburg. Von links hinten, weit nach vorne geworfen, der OFC holt die Kugel zurück. Zumindest nur fast, beziehungsweise fast. Vincent Moreno kommt dann aber nicht mehr vorm Seitenhaus an den Ball. Nächster Einwurf Homburg. Einige Meter Raumgewinn, jetzt so fast im Übergang von Block 1 zu Block 2 vor der Waldemar Kleintribüne. Findet das Ganze statt, aber der OFC holt die Kugel tatsächlich und kann jetzt mit Boubacar Berry Richtung Strafraum gehen. Geht da zu Boden, aber der OFC spielt den Vorteil aus. Und dann wollte Ron Berlinski eine Flanke in den Homburger Strafraum setzen. Wird geblockt. Einwurf OFC auf der Verlängerung der 16er Linie. Ja, da gingen gleich 2 OFC-Spieler zu Boden bei diesem Angriff.
aber es wird weitergehen mit Einwurf für die Kickers. Vincent Moreno erstmal ganz zurück zur Knote, der nimmt Sorge mit und er zurück zu Brinkies. Weihrauch läuft durch, läuft Brinkies an, der verteilt dann auf die rechte Seite zur Knote, der mit dem weiten Ball die Linie lang nach vorne. Kopfballduell, Barry. Erstmal geht das Leder verloren. Homburg im Aufbau, jetzt über die linke Seite. Dombrovka noch in der eigenen Hälfte. Haken gegen Barry, geht vorbei. Nee, Dombrovka war das nicht, pardon. Aber der Ball immer noch in den Reihen der Homburger. Jetzt auf der rechten Innenverteidigerseite suchen sie den Weg nach vorne, finden Mendler da im Zwischenraum. Der steigt einmal auf den Ball, verfolgt von Wachs und Ronny Marcos. Ballgewinn UFC. Ronny Marcos mit der Hacke dann die Linie lang zu Ron Berlinski. Da wird ein bisschen geschoben, aber das reicht nicht für einen Freistoßpfiff. Weiter geht's mit dem Homburger Ballbesitz. Über die linke Seite jetzt kommt Dombrovka. Der Pass nach außen. Und dann gehen sie in Richtung Zentrum. Aber erstmal gut gestellt von der UFC-Verteidigung. Homburg bleibt im Ballbesitz. Wirklich ein sehr intensiver, schneller Start in diese Partie. Temporeiches Fußballspiel. Jetzt wird Foulspiel entschieden. Knote, der da gegen Leon Petit so ein bisschen hinten reinrauscht. Gibt also die Freistoßsituation von der linken Seite. Ja, so 35 Meter entfernt vom Tor. Markus Mendler schnappt sich natürlich die Kugel, legt ihn sich jetzt hin, den Ball, um dann gleich diesen Freistoß auszuführen. Und da steht er dann mit links vom Tor weg, eine Freistoßflanke. UFC etwas die Körpergrößenvorteile, aber das muss natürlich nichts heißen. Homburger können auch trotzdem gute Kopfballspieler sein. Einen guten Freistoßschützen haben sie auf jeden Fall. Markus Mendler, da schaut er jetzt. Jetzt hebt er den rechten Arm. Jetzt kommt der Ball hineingetreten. Gefährlich in den Offenbacher Strafraum. Und dann ist die Kugel im Gewühl. Ist er drin? Ist er nicht drin? Er ist drin. 1:0 für Homburg. Aber ganz undurchsichtige Szene oder doch nicht? Jetzt wird er, glaube ich, auf Stürmerfoul entschieden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Homburg trabt auf jeden Fall langsam zurück. Wir müssen in die Wiederholung schauen. Du hast recht. Markus Mendler also mit diesem ganz scharfen Freistoß. Kirchhoff ist damit in der Verbindung. Und dann hat Johannes Brinkies aber die Hände drauf. Wird dann nochmal gestört von Kirchhoff. Und das ist dann das Stürmerfoul. Also wir haben es erwähnt. Ganz, ganz gefährliche Standards. Fangen jetzt also schon früh in dieser Partie an. Das müssen wir tunlichst vermeiden. Dass Homburg hier zu vielen Ecken und Freistößen kommt. Am besten jetzt. Vincent Moreno mit dem langen Ball die linke Seite runter zu Barry. Gute Annahme von ihm. Ball aber dann anscheinend doch im Seiten aus. Gibt den Einwurf für Homburg auf Höhe der Mittellinie. Dombrovka wirft aber erstmal zurück zu Kirchhoff, der gerade die erste Großchance der Partie hatte. Aber Brinkies da auf der Linie einfach eine Katze. Schnell reagiert, schnell die Hand auf den Ball bekommen. Sodass dann jede Aktion eines Stürmers eigentlich als Stürmer voll abgepfiffen werden muss. Und ja, Berlinski versucht es mal in diesen Abstoß reinzuspringen, aber Homburg kommt und bricht durch. Über die rechte Seite, Mendler so leicht in den Rücken gespielt. Jetzt kommt Mendler aber an den Ball, Weihrauch hinterläuft. Mendler mit der Flanke auf den langen Pfosten. Und dann steht's 1:0 für Homburg. Da steht er ganz blank am zweiten Pfosten. David Hummel, der Mann mit der 19. Kommt also zum Kopfball, Flanke mit rechts von Markus Mendler. Und dann steigt er da hoch, nichts zu machen für Brinkies. Entgegen der Laufrichtung geköpft ins lange Eck. Müssen wir nochmal drauf schauen. Mendler also hier. Kriegt ein bisschen Platz und dann kommt die Flanke mit rechts. Müssen wir nochmal drauf schauen. Vielleicht abseits verdächtige Position. Wir müssen nochmal bitte drauf gucken. Ich schaue mal in die Regie, einmal noch bitte dieses Replay abzufeuern. Also hier haben wir es nochmal. Der Pass auf die rechte Seite. Dann die Flanke. Nee, kein Abseits. Sorge hebt es in diesem Falle auf. 1:0 also für Homburg in der 13. Spielminute. Durch David Hummel. UFC jetzt also im Hintertreffen in diesem Spiel. Gehen aber vorne wieder gut drauf. Und erarbeiten sich hier den Einwurf auf der linken Seite. Ronny Marcos wirft ein zu Christian Arcesen. Ball wieder im Aus, gibt den Einwurf. Oh, diesmal in die andere Richtung, sagt der Schiedsrichter. Also Homburg jetzt mit dem Ballbesitz. Also früh in der Partie muss der UFC erstmals die bittere Mendler-Medizin schmecken.
Der Mann hat einfach eine brutale Qualität für die Regionalliga Südwest. Aber die hat auch der OFC in seinen Reihen mit Spielern wie Boubacar Berry, Dima Nazarov und so weiter. Der OFC muss diese offensive Qualität aufs Feld bringen, um die Antwort zu finden gegen die beste Defensive der Liga. Ein früher Rückstand. Allerdings natürlich die schwerstmögliche Aufgabe, die dir gestellt werden kann in der Regionalliga Südwest. Sorge gewinnt das Kopfballduell nach einem langen Ball in die Spitze. Auf der linken Seite geht Belinski durch. Abgefälschter Ball landet im Seitenhaus, gibt den Einwurf für Homburg. Wird sich ein bisschen beschwert auf dem Platz. Habe ich nicht ganz erkannt, wer da genau als letztes am Ball war. Einwurf also für Homburg. Hummel lässt prallen und dann geht's weit nach vorne. Weihrauch, der die Kugel runterpflückt, aber gegen Knote dann erstmal nicht vorbeikommt. Ronny Marcos macht auch mit. Und dann ist Dejanovic erstmal da. Zurückgespielt zu Brinkis, der kommt raus aus dem Tor. Und drischt das Leder dann erstmal über die Seitenlinie ins Seitenhaus. Gibt erneut Einwurf und Homburg macht weiter Druck. Steinmetz, der Rechtsverteidiger, jetzt also beim Einwurf. Jetzt wirft er ein, findet Mendler, der mit der Hacke weiterleiten will, zu Hummel. Zweiter Ball ist dann bei Weihrauch, der wieder zu Steinmetz. Und Jansen verteilt auf die linke Seite. Viel Platz für Dombrovka, der zur Flanke ansetzt. Ganz rüber zu Weihrauch, aber Ronny Marcos. Gutes Stellungsspiel von ihm. Köpft das Leder erstmal raus. Aber alle zweiten Bälle im Moment landen wieder bei Grün. Jetzt aber Christian Achesen mit einem guten Zweikampf. Erstmal ins Seitenhaus geklärt. Gibt also wieder Einwurf für die Homburger. Das Ganze schon in der OFC-Hälfte. Steinmetz sucht, wen kann er anspielen, findet dann Jansen, der mit der Hacke weiter zu Weihrauch und dann zurück in die Verteidigung. Jetzt wird Freistoß gepfiffen, Dima Nazarov wird zurückgepfiffen nach dieser Aktion, nach diesem Hackenpass von Jansen. Jansen hält sich da den Rücken, gibt also den Freistoß für Homburg. Von der rechten Seite, etwa 10 Meter von der Mittellinie entfernt. Da haben wir den, der ihn gleich ausführen wird, Markus Mendler. Ja, würde mich mal interessieren, vielleicht der ein oder andere Regelkundige unter euch. Wird ein Vorteil auch dann abgepfiffen, wenn der Ball nicht verloren geht. Aber Homburg spielt den Ball schon, den Freistoß schon aus, aber genau in die Arme von Johannes Brinkis. Aber Homburg hatte eben den Vorteil, hat den Ball nicht verloren. Der Schiedsrichter hat den Vorteil trotzdem abgepfiffen. Obwohl Homburg den Ball sicher hatte. Aber naja, jetzt hat der OFC den Ball sicher mit Noel Knote. Spielaufbau, Kickers Offenbach. Chipball Richtung Boubacar Berry auf rechts vor der Waldemar-Kleintribüne. Direkt drei Gegenspieler gegen sich, löst sich da aber gut raus. Kombination des OFCs mit Ron Berlinski und Boubacar Berry, der da jetzt aufdrehen kann. Zentrale Position, Steckpass in die Tiefe, aber so ein Müh zu weit für Marc Wachs. Und deswegen ist der Ball jetzt an den Füßen von Tom Kretschmer, dem Schlussmann der Gäste. Und nicht am Fuß von Marc Wachs, dem Kapitän der Offenbacher Kickers. Schade, die Idee war gut. Auch Dima Nazarov ist an die Spitze gestartet. Aber leider für beide ein bisschen zu steil. Dieser Ball von Buba Berry. Abschlag landet dann aber beim OFC. Und Johannes Brinkis kommt aus dem Kasten, um diesen Ball aufzunehmen. Dann zu Dejanovic zu spielen. Er wird verfolgt, kriegt das Leder aber los. Zu Ronny Marcos im Zwischenraum. Dann zu Dima Nazarov, der gefoult wird von Hummel. Gibt also den Freistoß für die Kickers. Das Ganze noch in der eigenen Hälfte. Gut gelöst davon Dima Nazarov. Und es gibt den Freistoß für den OFC. Nazarov, der hat mit dem Diagonalball auf die rechte Seite. Super Pass zu Vincent Moreno. Der nimmt das Leder nach vorne mit. Dann die Flanke aus dem Halbraum. Die wird hoch und lang und landet an der Latte. Zweiter Ball bei Arcese mit dem Volley. Aber zu zentral. Trifft da leider nur den Spieler auf der Linie. Nazarov setzt danach. Homburg aber auch wieder zurück und drischen das Ding erstmal raus aus der Gefahrenzone. Ballgewinn wieder Homburg auf Höhe der Mittellinie. Jetzt kommt es über die rechte Seite. Mendler mit dem Chippass in die Mitte zu Hummel. Der kommt an, wird verfolgt von Dani Dejanovic. Der Ball geht links raus. Abschluss aus der Distanz. Aufsetzer landet aber auf der Brust von Johannes Brinkis. Der begräbt dann das Leder unter sich. Aber Riesenchance für den OFC, gerade durch Christian Achesen nach dieser Flanke von Vincent Moreno, die auf die Latte klatscht. Und dann wird der Ball eben auf der Linie geklärt von einem Homburger Verteidiger, der zurückgeeilt war.
Dann aber im Gegenzug die Chance für die Homburger. Das ist ein gefährlicher Angriff. Also ein Spiel mit vielen Torraumszenen in den ersten 20 Minuten bereits. Und ich würde sagen, es ist nicht komplett unverdient, dass Homburg hier 1:0 führt. Die hatten dann doch etwas mehr gefährliche Torraumszenen, der Freistoß, wo Benjamin Kirchhoff an den Ball kam und dann auf Offensivfoul entschieden wurde. Und aber ja, aber ein absolut kurzweiliges Spiel. Also 20 Minuten schon vorbei, das fühlt sich an, als wären gerade mal 10 gespielt. Einwurf gibt es jetzt für den OFC. Boubacar Berry hat diesen Einwurf rausgeholt mit gutem Körpereinsatz. Überlässt jetzt Vincent Moreno die Kugel. Der wirft direkt zurück zu Noel Knote. Neuaufbau für die Kickers. Erstmal zurückgespielt zu Johannes Brinkies, der links raus zu Alex Sorge. Eins weiter zu Ronny Marcos. Jetzt kommt Christian Achesen die Linie lang, um diesen Ball aufzunehmen. Zieht in die Mitte. Gute Bewegung von Achesen. Ganz stark gemacht. Dann in die Mitte zu Wachs. Jetzt Überzahl für den OFC. Rechts raus zu Boubacar Berry. Berry zieht in die Mitte. Immer noch Berry mit dem Abschluss mit links. Aber den verzieht er leider, weil der Ball noch einmal vorher kurz auftitscht. Aber das ist okay, dass er den Schuss da nimmt. So gut in die Mitte gezogen. Und dann aus der Distanz mal abzuziehen. Warum nicht? Leider nicht sauber getroffen, diesen Ball. Aber nächste Torannäherung für den OFC. Hier sehen wir es noch mit der Wiederholung. Wachs zu Berry, der dann ins Dribbling geht. 1, 2, 3 Homburger stehen lässt. Und dann der Abschluss. Aber ja, du hast es gesehen, leicht aufgetitscht noch. Ich denke, ganz wichtig, dass den Homburgern das hohe Pressing auch ein, zwei Mal um die Ohren fliegt. Das weiß man einfach, dass das natürlich auch ein bisschen was im Kopf macht, wenn du merkst, okay, hohes Pressing kann auch mal überspielt werden. Und der OFC jetzt seinerseits mal mit etwas höheren Anlaufen. Langer Ball von Homburg. Sorge gewinnt das Kopfballduell. Mittelfeldzentrale sammelt der OFC die Kugel ein. Marc Wachs zentral läuft da schon wieder Richtung Tor und legt die Kugel etwas zu weit vor. Vincent Moreno holt die Kugel zurück über rechts. Könnte abziehen, zieht ab. Der Ball gehalten aber von Tom Kretschmer. Das war einer zum Warmbleiben für ihn. Aber nichtsdestotrotz richtig, dass der Rechtsverteidiger der Offenbacher Kickers sich da den Abschluss nimmt und jetzt auch schon wieder hoch anläuft. OFC versucht jetzt ein bisschen das Spiel zum Kippen zu bringen, hatte jetzt in den letzten Minuten doch etwas mehr Torraumszenen auf seiner Seite. Ballgewinn OFC, wird aber zurückgepfiffen von Schiedsrichter Nico Dönges, Offensivfoul, und ich würde sagen, kann man vertreten die Entscheidung. Ja, Knote, der da von hinten quasi attackiert, nichts Böses, aber der Gegenspieler geht halt dann zu Boden und das wird gepfiffen. Gibt also den Freistoß für Homburg. Immer noch nicht ausgeführt. Benny Kirchhoff, der sich da viel Zeit lässt für. Jetzt aber ausgeführt zu Jansen und dann wieder zu Kirchhoff. Auf die linke Seite gespielt. Das Ganze noch in der Homburger Hälfte. Jetzt überqueren sie die Mittellinie mit einem Pass in die Spitze zu Hummel. Der geht vorbei. Ansorge Hummel mit dem Abschluss aufs kurze Eck. Aber Brinkies ist da. Sehr wachsam da im Torwart-Eck. Lässt sich da nicht überwinden nach diesem Angriff. Ja, aber die haben eine enorme Durchschlagskraft da vorne, die beiden Stürmer. Viel Pass jetzt. Und Ballgewinn Homburg. Durchs Zentrum kommen sie. Mendler mit dem Schuss aber geblockt von Sorge. Und dann gut ausgespielt vom OFC. Wachs ganz rüber zu Christian Achesen. Der macht ein super Spiel bisher. Achesen zieht jetzt in die Mitte. Immer noch Christian Achesen. Links kommt Ronny Marcos mit. Das sieht er. Ronny Marcos auf der linken Seite. Achesen bietet sich wieder an mit dem Lauf in die Tiefe. Achesen an den Rückraum zu Marc Wachs. Der nimmt die Kugel einmal an. Links raus nochmal zu Dejanovic. Homburg wieder sortiert. Marc Wachs jetzt zu Ronny Marcos auf der halblinken Position. Noch eins weiter raus zu Christian Achesen. Sie müssen jetzt irgendwie diese Flankenmöglichkeit finden, um dann gefährlich vors Tor zu kommen. Wachs einmal rüber zu Dima Nazarov im Zentrum. Nochmal ein Haken. Dann rechts raus zu Knote. Der OFC jetzt erdrückend in der Offensive. Vincent Moreno auf der rechten Seite. 1 gegen 1 mit Dombrovka in die Mitte zu Dejanovic. Der lässt einmal prallen auf Berry. Zweiter Ball ist dann bei Sorge. Wieder rechts raus zu Vincent Moreno. Knote hat den Weg vorne in die Spitze gemacht. Aber es gibt zunächst Einwurf für die Kickers. Das Ganze etwa 10, 15 Meter vor der Eckfahne. Vincent Moreno sucht jetzt Boubacar Berry. Der lässt noch einmal prallen für Knote. Der wieder rechts raus zu Vincent Moreno. Geht in Richtung Grundlinie und holt die OFC-Ecke raus. Gute Aktion von Vincent Moreno. Und gefährliche Standards tritt auch Kickers Offenbach. Vielleicht hat Kickers Offenbach sogar den ein oder anderen kopfballstarken Spieler mehr als die Homburger in ihren Reihen. Die Homburger zwei großgewachsene Innenverteidiger mit Kirchhoff und Heilig. Die hat auch der OFC. Und der OFC hat dann mit Ron Berlinski, mit Christian Achesen
und Dima Nazarov, Spieler, die absolut verwissen, wie man sich im Kopfballspiel zu verhalten hat, um sich da durchsetzen zu können. Und jetzt kommt der Eckball von links mit Marc Wachs hereingetreten in Richtung Tor gezogen. Und dann ist, glaube ich, erstmal ein Homburger dazwischen und es gibt direkt die nächste Ecke. Marc Wachs kann direkt stehen bleiben an der Eckfahne. Natürlich all diese Ecken präsentiert von unserem starken Partner von PD Protect. Zweite Ecke OFC. Marc Wachs, die erste kam schon gefährlich. Jetzt die zweite mit links zum Tor hin. Hineingezogen. Sorge steigt hoch, kommt nicht zum Ball. Und jetzt der zweite Ball. Ronny Marcos, der dann ja in den Luftzweikampf geht, genauso wie sein Gegenspieler. Sein Gegenspieler geht zu Boden. Und Dejanovic kriegt jetzt gelb, weil er sich darüber ärgert. Und das finde ich schon wirklich sehr streng. Nein, Schiedsrichter sagt Ball weggeschossen, deswegen gibt es gelb. Und das ist eine sehr, sehr, sehr kleinliche Entscheidung. Markus Mender, der sich da weiter in den Kopf hält, nach diesem Zweikampf mit Ronny Marcos. Also eine unnötige gelbe Karte in diesem Spiel, die man auch nicht geben muss. Es ist viel los in diesem Spiel. 25 Minuten sind durch in dieser ersten Halbzeit. Die Homburger führen seit der 13. Minute dank des Tores von David Hummel mit 1:0 in diesem Spiel. Der OFC kam dann aber gut zurück. Die letzten 5 bis 10 Minuten das dominierende Team. Auch immer wieder mit Abschlüssen. Jauke geht jetzt noch mal ins Gespräch mit dem Linienrichter und fragt, warum war das jetzt so mit der gelben Karte? Ja. Muss er auch hinnehmen. So wie wir, so wie Daniel Dejanovic, der sich jetzt natürlich ein bisschen zurückhalten muss, ist klar. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Regeltechnisch ist das absolut klar und in Ordnung, dass er dafür gelb kriegt. Dafür gibt es klare Regeln. Aber du hast da einen Ermessensspielraum und das war wirklich sehr direkt nach dem Pfiff. Da kannst du dem Mittelfeldspieler auch noch unterstellen, dass er einfach noch in der Aktion drin ist und da einfach noch den Ball spielt und gar nicht den Ball wegspielt oder so. Dementsprechend wäre es auch schwer in Ordnung gewesen, keine gelbe Karte zu geben. Es ist natürlich keine Fehlentscheidung. Das sollte man schon dazu sagen und wir hoffen natürlich, dass es bei Markus Mendler weitergeht. Und das hoffen natürlich vor allem diejenigen, die den Grün-Weißen die Daumen drücken. Wir wissen, dass Markus Mendler ganz integraler Bestandteil der Homburger Offensivbemühungen ist. Steht jetzt zumindest wieder vom Platz begleitet. Es gibt so eine, naja, Handgeste von der medizinischen Abteilung. Wir werden vielleicht noch ein paar Minuten warten, ob da bereits der erste Wechsel für Homburg erzwungenermaßen quasi vonnöten ist. Weiter geht's erstmal mit dem Freistoß. Nach diesem Foulspiel. Kretschmar, der Torhüter der Homburger, schickt seine Mannen weit nach vorne. Und das Leder auch. Zweikampf im Zentrum wird gewonnen von Dejanovic. Berlinski lässt dann prallen auf Barry, der gegen 3 zu Fall gebracht wird. Wird nicht als Foulspiel gewertet. Zur Aufregung unseres Trainerteams. Homburg wieder im Ballbesitz mit Steinmetz. Wird verfolgt von Wachs. Immer noch Steinmetz. Jetzt bringt er die Kugel rechts vorbei. Bleibt hängen an Christian Achesen, der aber gar nichts gemacht hat. Deswegen Ballbesitz OFC. Marc Wachs treibt die Kugel voran und gibt dann ab auf Daniel Dejanovic. Halbrechte Position, immer noch Dejanovic, jetzt rechts raus zu Vincent Moreno. Barry macht den Weg auf der rechten Seite mit, kriegt jetzt auch den Ball zugeschoben von Dejanovic. Rechts ist auch Knote dabei, der kriegt jetzt den Ball. Dejanovic wieder ins Zentrum zu Marc Wachs. Wachs links rüber zu Ronny Marcos. Flankenposition, Christian Achesen oder Ronny Marcos, die aber gedoppelt werden. Achesen mit der guten Hereingabe. Und Berlinski schafft es nicht mehr genug Druck hinter den Ball zu bekommen. Deswegen kein Problem für Kretschmar im Tor der Homburger. Abwurf aber so ein bisschen ja, ungenau. Deswegen Ballgewinn OFC. Dejanovic zu Berlinski. Der gibt links raus zu Christian Achesen. Es ist sehr eng da in der Offensive. Nimmt aber Berlinski wieder mit an der Grundlinie. Berlinski legt sich den Ball auf den rechten Fuß, gibt nochmal ab auf Wachs. Wachs wieder zu Archesen, der jetzt wartet, dass die Strafraumbesetzung passt. Gibt ab auf Wachs, der mit der Flanke jetzt, die kommt länger und länger, wird aber geklärt am zweiten Pfosten. Und dann ist wieder Stürmerfoul, Ron Berlinski. Wird zurückgepfiffen nach einem Foulspiel an Jansen. Und Homburg muss tatsächlich wechseln, also Markus Mendler geht vom Feld. Gute Besserung an ihn und für ihn kommt Amar Suljic. Also in der 29. Minute
Und ich würde vielleicht noch ein Lob an einen Homburger Defensivspieler verteilen, denn in meiner Wahrnehmung war bei der Chance von Ron Berlinski gerade eben schon genug Druck hinter den Ball, aber ich hatte es so gesehen, dass Michael Heilig eben ganz stark noch enger Mann dran war und noch so den Fuß dazwischen bekommen hat, dass der Ball nicht mehr gefährlich aufs Tor kam. Langer Abstoß jetzt vom Homburger Torhüter, aber unglücklich verlängert von Dejanovic und damit die Chance für Homburg, aber der Noel Knote ist ganz wichtig noch dazwischen. Trotzdem kommt Homburg nochmal über rechts, Ball in den Strafraum herein, Riesengrätsche von einem Offenbacher Defensivspieler. Sorge war das, der noch irgendwie die Grätsche dazwischen bekam. Oder Knote und Homburg kommt aber schon wieder über links. Hereingabe, kaum Konfusion im Offenbacher Strafraum und jetzt geklärt. Und die zweite Welle für Homburg schon wieder. Ristel jetzt über links, Flanke flach herein und dann rausgeklärt von Dejanovic. Heiße Szenen im Offenbacher Strafraum noch einer halben Stunde. Das Stadion erwacht mit lauten OFC-OFC-Rufen. Die Mannschaft braucht sie jetzt von den Rängen. Also wirklich ein starker Angriff von Homburg mit zwei, drei Flanken, die immer wieder gefährlich kamen. Aber der OFC hat es geschafft, mit vereinten Kräften den Ball da erstmal aus dem Tor zu halten. Einwurf gibt es jetzt für Homburg. Auf der linken Seite Benjamin Kirchhoff schaltet sich vorne mit ein. Weiter Einwurf also in den 16er, Vincent Moreno am Ball und es wird auf falscher Einwurf entschieden tatsächlich von Jansen. Das sieht man auch nicht oft in dieser Spielklasse, beziehungsweise man sieht es nicht oft, dass es zurückgepfiffen wird. OFC im Ballbesitz mit Wachs, der zurücklegt auf Noel Knote, der wieder zu Wachs in den Zwischenraum, stark gemacht und dann die Verlagerung auf die linke Seite, gut gemacht und ein bisschen Platz für Alex Sorge. Der jetzt voranschreitet und Christian Achesen auf der linken Seite mitspielt, mitnimmt. Der zurück nochmal zu Dejanovic. Und rechts rüber zu Knote. Homburg erstmal wieder geordnet in der eigenen Hälfte. Der OFC läuft weiterhin diesen 0:1 Rückstand hinterher. Marc Wachs auf der rechten Seite wartet für den richtigen Moment eines Abspiels. Dann sieht er ganz links Ronny Marcos. Der Ball ist aber etwas zu kurz. Gut geklärt von Steinmetz, aber Ron Berlinski setzt nach, gewinnt den Ball. Steigt dann einmal aufs Leder. In die Mitte zu Wachs, der ganz links raus zu Ronny Marcos. Toller Pass von Wachs. Ronny Marcos wieder zu Berlinski. Der zieht dann einmal in die Mitte, muss aber nochmal abdrehen, weil Homburg wieder sehr sortiert hinten stand. Sorge wieder verteilt auf die linke Seite. Ronny Marcos zu Christian Achesen. Nimmt den Ball gut mit und läuft in Richtung Eckfahne. Gute Bewegung von Achesen, ganz stark gemacht. Achesen zurück zu Wachs, der mit rechts aus kurze Eck und ganz knapp am Tor vorbei. Schade, klasse Aktion von Christian Achesen auf der linken Seite, der dann Wachs in Szene setzt. Der mit seinem rechten Fuß direkt abzieht. Und dann ist es vielleicht eine Sache von 20 Zentimetern, dass dieser Ball nicht reingeht. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung, ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Aber ich fürchte, Tom Kretschmer wäre auch da gewesen. Abstoß jetzt von seinem Tor. Benjamin Kirchhoff hatte kurz ausgeführt. Zurück ins Zentrum auf Kretschmer. Und dann der lange Schlag. Aber Ronny Marcos gewinnt die Kugel tatsächlich. Dann wird Boubacar Berry gefoult. Schiedsrichter ja, lässt es aber laufen. Dann war es wohl doch kein Foul. Dann habe ich das etwas anders gesehen. Aber der UFC kommt über links mit dem starken Christian Achesen. Der dann aber erstmal abbremst. Marc Wachs dann mitnimmt im linken Halbraum. Dann wollte er den Steckpass auf Boubacar Berry spielen. Der Ball bleibt hängen. Homburg kann umschalten. Jetzt mit Ristel, aber Boubacar Berry super zurückgearbeitet. Dann wird Alex Sorge gefoult. Und dann gibt es einen Freistoß. Anderthalb Meter in der Homburger Hälfte, halb links. Gute Rückwärtsbewegung vom OFC, der jetzt mit Dima Nazarov im Mittelkreis das Spiel neu aufziehen kann. Ja. Man merkt, in diesem Spiel ist wirklich alles drin. Es ist ganz, ganz viel Tempo mit dabei. Es geht von links nach rechts, von rechts nach links. Der OFC ist das dominante Team. Aber Homburg bleibt immer wieder auch mit Kontern extrem gefährlich. Führen ja mit 1:0, müssen deswegen nicht mehr so das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Der OFC ist gefragt mit Berlinski. Auf der rechten Seite Vincent Moreno. Zurückgeschoben nochmal zu Noel Knote. Der wieder rechts raus auf Moreno. Er schaufelt das Leder mal in Richtung 16er, aber erstmal rausgeklärt von Kirchhoff. Knote holt sich den Ball wieder, wirft direkt ein zu Marc Wachs. Der stoppt den Ball, gibt dann ab auf Sorge. Und dann kann der OFC neu aufbauen mit Ronny Marcos, der angelaufen wird von Weihrauch und abdrehen muss, um Johannes Brinkis mitzunehmen. Der dann rechts raus auf Knote, Doppelpass bzw. gute Dreiecksbildung da mit Dejanovic. Und jetzt hat auf der rechten Seite Wachs ein bisschen Platz. Wachs in die Mitte zu Berry. Gute Bewegung von Berry. Wird sofort gestört von Kirchhoff, der da aus der Innenverteidigung rausrückt. Berry rennt aber dran und verteilt das Leder auf die linke Seite zu Christian Achesen. Der wieder zurück zu Berry.
Dejanovic in die Mitte zu Ronny Marcos. Ronny Marcos, eins rüber zu Diman Nazarov. Der rechts raus auf Vincent Moreno. Stoppt das Leder gut. Wieder zurück zu Diman Nazarov. Geht ein paar Schritte. Dann der Pass zu Dejanovic. Wieder rechts raus. Foulspiel, aber Spiel geht erstmal weiter. Und dann wird aber auch Freistoß entschieden. Also, sehr gute Freistoßposition für den OFC. Top gespielt auch von Dejanovic und Co. da auf der rechten Seite. Dejanovic, der dann auch gefoult wird, diesen Freistoß zieht. Und das war wirklich auch sehr, sehr knapp. Beziehungsweise sehr haarscharf am 16er dran. Vielleicht so ein halber Meter vor dem 16er liegt der Ball jetzt. Goldrichtig für Marc Wachs. Der jetzt natürlich schaut, die Mauer wird nochmal gestellt. Marc Wachs oder Ron Berlinski. Sorge schaut sich die Mauer mal genau an, von nahem. Und dann wird Wachs diesen Ball aber direkt versuchen. Marc Wachs beim Freistoß. Jetzt kommt er aber zu hoch angesetzt. Geht dann leider über das Tor. Ins Tor aus, gibt den Abstoß für Homburg. Leider keine Gefahr in diesem Freistoß. Trotzdem, der OFC ist voll drin im Spiel. 10 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. Ja, und jetzt so langsam, da ich gesagt habe, dass Homburg sich zwischenzeitlich die Führung verdient hat, würde ich jetzt sagen, der OFC arbeitet daran, sich den Ausgleich zu verdienen. Das wäre nach bisherigem Spielverlauf absolut ein gerechtfertigter Spielstand. Zumindest mit unseren rot-weißen Brillen. Aber ich glaube, auch die neutralen Zuschauerinnen und Zuschauer würden da mitgehen in der Bewertung. Abstoß von Homburg schon ausgeführt und der OFC hat die Kugel aber schon zurückgeholt mit Vincent Moreno, der dann auf Marc Wachs in der Mittelfeldzentrale spielt. Marc lässt dann erstmal zwei Homburger aussteigen. Auf links zu Christian Achesen. Der wird sofort wieder hinterlaufen von Ronny Marcos und Marc Wachs nimmt dann links raus auch Ronny Marcos mit. Ronny Marcos schon in der Grundlinie. Flanke kommt rein. Die kommt gut auf Achesen. Kopf voll auf den langen Pfosten. Ron Berlinski, der in der Grundlinie sich erstmal die Kugel holt. An der Grundlinie im Strafraum, in Rückraum gelegt. Schuss wird noch geblockt. Ja, das waren jetzt richtig gute Gelegenheiten für den OFC. Der die Kugel aber fast zurückholt. Zumindest dann jetzt der Befreiungsschlag von Homburg, der wieder beim OFC landet. Und Diman Nazarov, der über rechts versucht wieder anzukurbeln, aber dann erstmal abbricht. Und dann geht es hinten rum. Der OFC wird neu aufbauen. Aber jetzt so langsam muss es doch fallen. Der OFC wirklich spielt sich hier Angriff und Angriff heraus. Macht er gut. Und jetzt geht es dann wieder los mit Dejanovic. Der sucht nach Anspielstationen. Diman Nazarov. Den kriegen die Homburger ja hinter den Spitzen auch kaum zu greifen. Dann Richtung Moreno gespielt. Der möchte den Ball annehmen. Aber zwei Homburger, die ihn dabei stören. Und dann verhindern sie auch noch stark. Ich glaube, Max Dombrovka war es, der da den Eckball verhindert mit einer starken Grätsche auf der Grundlinie. Einwurf OFC auf der Verlängerung der 16er Linie. Rechts draußen. Vor der Waldemar-Klein-Tribüne, Boubacar Berry, der dann Vincent Moreno überlässt, der den Ball erstmal unter seinem Trikot ein bisschen trocken macht, um dann möglichst weit zu werfen, um viel Grip zu haben. Und dann sucht er jetzt die hohen Kerls, weit geworfen in den Strafraum rein. Boubacar Berry, der erstmal verlängert. Kirchhoff, der erstmal ein bisschen rausköpft, aber nicht weit. Ball ist noch im Strafraum. Jetzt bei Boubacar Berry auf rechts. Boubacar Berry, rechte Außenbahn. Ja, hat doch ein bisschen Platz. Boubacar Berry gegen zwei Mann. Da möchte er ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Und das ist dann ja, für die Homburger zu klären. Und dann gibt es Abstoß vom Tor von Tom Kretschmer. Das lösen die Homburger letzten Endes clever. Boubacar Berry, der da durch zwei Mann durch wollte. Und die starke Homburger Verteidigung hat das dann geklärt bekommen. Den Abstoß führen sie wieder kurz aus. Ja, man merkt so richtig, dass die Verteidigung der Homburger wirklich eingestellt ist. Auch in den letzten 5 Spielen ja kein Gegentor kassiert. Der OFC spielt wirklich nicht schlecht nach vorne. Er arbeitet sich immer wieder gute Chancen. Jetzt mal mit einem weiten Ball von Homburg, aber Brinkis ist da. Nimmt dann Knote mit, der in die Mitte zu Wachs, der dann gefoult wird auf dem Weg nach vorne, sofort ausführt den Freistoß. Dejanovic wird wieder gefoult an der Mittellinie und das kann jetzt eigentlich mal eine gelbe Karte geben. Das sieht auch der Schiedsrichter so. Also 2 Fouls innerhalb von 10 Sekunden, das reicht dann auch mal. Und ich glaube, die gelbe Karte sieht Leon Petteux. Ich kann es von hier noch nicht erkennen. Doch, es ist die Nummer 23, es ist Leon Petteux. Hat also den gelben Karton jetzt gesehen nach dem Foul an Daniel Dejanovic. Und die Fans merken, es ist hier absolut möglich, noch vor der Halbzeit diesen Ausgleich zu schaffen. Marc Wachs im Mittelkreis. Jetzt treibt er mal die Kugel voran. Nimmt dann auf der rechten Seite Barry mit. Der wieder zurück zu Dejanovic. Über links jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen Platz für Christian Achesen. Wird aber sofort gestellt von Weihrauch. In Mitte zu Berlinski. Er will den Ball weiterleiten, aber Homburg dazwischen sehr wachsam. Aber auch Dejanovic
der dann aber gefoult wird im Mittelkreis. Das wird nicht abgepfiffen und stattdessen kommt Homburg mit weiten Schritten nach vorne und es gibt eine gelbe Karte für Christian Achtschesen. Das aber meiner Ansicht nach, nach einer Fehlentscheidung im Mittelkreis. Wir sehen gerne nochmal drauf. Dani Dejanovic, der den Schritt nach vorne macht. Und man konnte es bei Marc Wachs gerade ganz deutlich von den Lippen ablesen. Das war doch faul. Das war so deutlich zu sehen bei Marc Wachs. Und dann schauen wir nochmal drauf. Ja, das ist ein Foul. Das ist ganz klar ein Foul. Dejanovic stellt den Fuß nach vorne, wird dann weggedrückt, geht zu Boden. Und das ist ein ganz klares Foulspiel. So müssen wir diese gelbe Karte fressen. Und zwar Christian Achtschesen auf der linken Seite, der bisher ein bärenstarkes Spiel macht. Und es gibt halt den Freistoß für Homburg. Sehr zentrale Position. Etwa 20, 25 Meter Torentfernung. Petö steht da bereit. Flach ausgeführt, der Ball in die Mauer. Und dann ist Berlinski erstmal da. Zweiter Ball aber wieder bei Homburg. Dritter dann beim OFC. Knote erstmal raus aus der Gefahrenzone. Zweiter Ball aber schon wieder bei Homburg. Über die linke Seite kommen sie. Bleiben aber erstmal an Knote hängen. Und setzen immer wieder nach. Homburg wieder am Ball mit Jansen aus der Zentrale. Der Abschluss landet aber im Tor aus und es gibt Abschluss für den OFC. So, offiziell noch genau 5 Minuten in dieser ersten Halbzeit, die wirklich jedem neutralen Regionalliga-Zuschauer alles gibt. Außer die Tore aus der aus unserer Sicht natürlich richtigen Seite. Die Manasarov auf der linken Seite mit dem Pass in die Mitte zu Berlinski. Der lässt prallen auf Nazarov, sammelt sich die Kugel wieder ein, wird dann gehalten von Marc Ristel. Gibt den Freistoß für den OFC. Marc Wachs hätte gerne schnell ausgeführt. Jetzt kurz ausgeführt zu Dejanovic und dann geht es rechts rüber zu Knote. Der OFC will diesen Ausgleichstreffer erzwingen. Jetzt kommen sie über die rechte Seite mit Boubacar Barry, der gestellt wird von Kirchhoff. Super Bewegung von Barry. Wenn er ein bisschen gehalten wird. Immer noch Barry geht jetzt in Richtung Grundlinie mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Nazarov trifft den Volley nicht perfekt und dann landet der Ball nur im Außennetz. Nächste große Chance für den OFC, aber der Ball will einfach momentan nicht reingehen. Super Aktion da auf der rechten Seite von Boubacar Barry und Wachs und Nazarov, pardon, der dann diesen Volley nimmt. Leider ohne Erfolg landet im Außennetz. Aber trotzdem, der OFC arbeitet hier im Ausgleich, presst hoch und Homburg ist davon beeindruckt. Ballgewinn OFC. Berlinski lebt ab auf Boubacar Barry, schon am Strafraum. Jetzt Marc Wachs, der versucht, den Steckpass zu spielen, der kommt gerade so nicht durch. Homburg kann es klären, Einwurf OFC tief in der Homburger Hälfte von links. Ronny Marcos, der jetzt anschließend die Stationen sucht. Marc Wachs gefunden, Wachs dann von 2 Mann gestellt, aber super rausgelöst. Erstmal hintenrum gespielt mit Dejanovic. Der spielt dann aber erstmal ganz hinten rum auf Johannes Brinkis. Homburg läuft natürlich an. Der nimmermüde Hummel. Und deswegen Brinkis mit einem etwas unkontrollierten Schlag nach vorne. Homburg kann die Kugel leicht einsammeln. Aber Christian Achtschesen ist schon dazwischen. Und dann rutscht der Ball irgendwie durch zu einem Homburger. Es ist alles ein bisschen unglücklich. Aber der OFC macht das wirklich gut. Und kommt jetzt wieder über links. Schöne Kombination. Hinten raus aus dem Gegenpressing kombiniert. Und der OFC Angriff und Express rollt wieder. Jetzt über rechts von Boubacar Barry. Vincent Moreno mitgenommen, aber ein bisschen in den Rücken. Deswegen ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Und der OFC muss neu das Tempo wieder finden. Spielt hintenrum über Alex Sorge. 43. Minute in diesem hochklassigen Regionalligaspiel. Christian Achtschesen dann wieder zurück zu Alex Sorge. Der OFC sucht die Lücke, hat sie schon oft gefunden. Alleine, er konnte sich noch nicht mit Toren belohnen. Boubacar Barry, rechter Halbraum jetzt, kann da aufdrehen. Dann auf die Manasarov gespielt, der leitet mit der Hacke weiter. Super mit der Hacke von Ron Berlinski weitergeleitet. Und Nazarov, der wird dann im Strafraum gefoult. Das muss ein Elfmeter sein, das ist ein Elfmeter. Nach einem unglaublich schönen Spielzug und rot für den Homburger, für Benjamin Kirchhoff. Aber was war das für ein unglaublich schöner Spielzug vom OFC. Wahnsinnig gemacht von Dima Nazarov und Ron Berlinski. Das müssen wir jetzt natürlich in der Regie nochmal schauen. Und leider wird Dima Nazarov dann gefoult. Sonst wäre das natürlich das Tor gewesen. Aber er hat jetzt natürlich die Möglichkeit, oder Marc Wachs, per Elfmeter dieses 1:1 jetzt zu schießen. Wir müssen nochmal in die Wiederholung schauen. Und Benny Kirchhoff mit Rot in der ersten Halbzeit vom Platz gestellt. Der Ex-Offenbacher, hier sehen wir nochmal. Barry und dann dieses Doppelhackenspiel durch die Beine vom Gegenspieler und dann wird er gefoult. Geschoben von Kirchhoff. Ich glaube, der Torhüter war da auch noch ein bisschen dran. Und jetzt gibt es den Elfmeter. Marc Wachs
hat sich die Kugel geschnappt. Gab lang keinen Elfmeter mehr für den OFC in dieser Saison. Jetzt also Marc Wachs gegen Tom Kretschmer. 44. Spielminute. Elfmeter und rote Karte. Elfer für den OFC. Wachs ins rechte Eck. Ganz sicher zum 1:1. Und das ist der sehr, sehr verdiente Ausgleich. Der OFC hat Dauerdruck gemacht in den letzten 20 Minuten. Immer wieder Chancen erarbeitet. Und Marc Wachs belohnt jetzt nach dieser unfassbaren Aktion zwischen Ron Melinski und Dima Nazarov den OFC mit diesem 1:1. Absolut. Der Ausgleich hochgradig verdient. Ja, mein innerer Impuls zur Fairness, der ist nicht immer vollkommen ausgeprägt. Aber jetzt habe ich ihn gerade. Ich möchte schon darauf hinweisen, das ist ganz bitter für Benjamin Kirchhoff. Das war ein sehr leichter Schubser. Ich sehe da eigentlich sogar eher den Torhüter ursächlich für das Fallen von Dimitri Nazarov. Aber die rote Karte steht. OFC gleicht aus. Homburg jetzt in Unterzahl. Das ist kurz vor der Halbzeit natürlich ein sogenanntes Best-Case-Szenario. Aber Homburg hatte es individuell natürlich allemal drauf, mit dieser Situation umzugehen. Aber der OFC wirklich ganz, ganz stark in der Antwort im Offensivspiel. Und es ist so schön und wichtig, dass der OFC sich da jetzt noch belohnt. Aber jetzt kommt erstmal Homburg, die da sofort die Antwort drauf finden wollen. Überhalb rechts gegen drei Mann geht er da erstmal durch. Aber Alex Sorge stört ihn da entscheidend. Und es gibt sogar den Einwurf für den OFC kurz vor der Halbzeit. Jetzt, da die 45 Minuten abgelaufen sind. Maris, ich glaube, ich lege mich fest, das waren die attraktivsten 45 Minuten Regionalliga-Fußball von der spielerischen Klasse beider Teams, die ich persönlich so in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Das ist natürlich ein sehr hohes Lob, aber es war wirklich extrem spannende, temporeiche erste 45 Minuten. Mart Ristel kommt jetzt vor Nazarov nochmal an den Ball, aber der zweite Ball gehört Marc Wachs. Der sucht den Weg in die Spitze, aber muss nochmal abdrehen und nimmt dann Dejanovic mit, weil Dima Nazarov für diesen langen Ball im Abseits stand. Wachs jetzt mit der Diagonalverlagerung auf die rechte Seite zu Vincent Moreno. Der kommt punktgenau. Legt nochmal ab auf Barry. Nachspielzeit hast du mitbekommen? Nicht gehört gerade. Ich glaube, 4 Minuten gibt es oben drauf. Vielen Dank. Und Wachs mit dem Ball am Fuß. Super von Christian Arcesen. Rechts, links auf Ronny Marcos durchgesteckt. Der geht jetzt in Richtung Grundlinie, wird dann gefoult. Und es gibt den Freistoß nochmal für den OFC hier kurz vor der Halbzeitpause. Das Foul an Ronny Marcos und die Aktion davor von Christian Arcesen. Wow, mit der Hacke durch zwei Gegenspieler durchgespitzelt, dieser Ball. Wahnsinnsaktion von Arcesen, der damit eben Ronny Marcos in Szene setzt. Und es gibt nochmal Freistoß. Marc Wachs auf der linken Seite. Das ist natürlich eine mustergültige Freistoßposition für eine butterweiche Wachs-Flanke in den Strafraum rein. Da lauern sie jetzt alle am zweiten Pfosten. Wachs mit der Hereingabe zum zweiten Pfosten. Berlinski mit dem Volley. Und wieder ist nur das Außennetz dran. Also nächste Chance. Ich glaube, den Ball hat er so ein bisschen am Schienbein erwischt. Etwas zu hoch dann am Ende für ihn gewesen, für einen perfekten Volley. Wir sehen nochmal das Ganze an. Max also auf den zweiten Pfosten gezogen. Berlinski relativ frei, aber den erwischt er, wie gesagt, ja, mit dem Schienbeinschoner. Ich glaube, ist noch ganz leicht von Amar Suljic irritiert worden, der kurz unterm Ball durchtaucht, kurz vor ihm. Abstoß jetzt vom Tor von Tom Kretschmer. Homburg erstmal hoch und weit nach vorne. Und dann sammelt Vincent Moreno die Kugel ein. Und dann gibt es Freistoß für Homburg. Wir können noch nicht ganz auflösen, wofür. Aber der Schiedsrichter wird bestimmt seine Gründe haben. Hat, glaube ich, Klammern gegen Knote gepfiffen bei diesem Zweikampf. Ja. Muss man nicht unbedingt unterschreiben, aber kann man pfeifen. Gibt also den Freistoß nochmal für Homburg. Jetzt in der 48. Minute reingezogen, aber Dejanovic mit dem Kopf dran. Und vielleicht nochmal eine Konterchance für den OFC. Barry treibt die Kugel voran. Immer noch Boubacar Barry über die linke Seite. Erstmal weggegrätscht, aber Ronny Marcos holt sich den Ball wieder. Super Einsatz von Marcos. Dann über die linke Seite zu Barry. Der zieht jetzt in die Mitte. Gestellt von Gegenspielern. Oh, dann der Außenriss passt in Richtung Marc Wachs. Kommt leider nicht perfekt an. Ball noch im Spielfeld. Und wir haben die letzte Minute der 4-minütigen Nachspielzeit jetzt erreicht. Der OFC macht weiter Druck. Will hier vor der Halbzeit noch die Führung erzielen. Dima Nazarov, halblinke Position. Links geht Wachs. Sieht aber erstmal Barry in der Mitte. Vorbei an zwei. Dann links raus zu Ronny Marcos.
Ball immer noch im Spielfeld. Wachs zu Christian Achtschesen, wird gestellt von einem Gegenspieler. Dann aber Abseitsposition von Christian Achtschesen. Ja, da mussten wir beide auch erstmal gucken, was er denn gerade wollte. Aber beim Pass stand Christian Achtschesen wohl im Abseits. Gibt also nochmal Freistoß für Homburg. Letzten 15 Sekunden dieser ersten Hälfte laufen. Extrem gutes Spiel, du hast es schon gesagt. Kaspar, für dich hast du dich schon entschieden. Das beste Spiel der letzten 10 Jahre, siehst du hier, von der Qualität her. Die besten ersten 45 Minuten, wir wissen nicht, wie die zweiten werden. So, damit sind wir erstmal zufrieden. Der OFC meldet sich stark zurück nach diesem Rückstand in der 13. Minute. Extrem wichtiger Ausgleich und auch verdienter Ausgleich in der 44. Minute durch Marc Wachs per Elfmeter. Und dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder. Bis gleich.
Ja, alles gut. Da sind wir wieder für die zweite Halbzeit. Gleich kann es weitergehen. Der UFC mit einem späten Tor in der ersten Halbzeit hat er sich belohnt und ist zurückgekommen zum 1:1. Wir schauen nochmal gerade rein ins 1:1. Vor allem auch in die Entstehung. Wachs war es dann per Elfmeter, der den UFC belohnt hat für 20, 25 Minuten. Super Angriffsspiel. Hier sehen wir nochmal Bubakar Barry und dann Doppelhacke Barry und Nazarov. Dann wird geschoben und ein bisschen gehakelt unten. Und dann ist es ein Elfmeter und gleichzeitig tatsächlich auch die rote Karte, Notbremse für Benny Kirchhoff. Und Marc Wachs hat dann eiskalt vollendet ins rechte untere Eck. Torwart hat die Ecke geahnt, aber er war einfach zu gut geschossen. Und Homburg wechselt zur Halbzeit. Ein bitterer Abend, kann man sagen, für Amar Suljic, der ja erst in der 29. Minute für Markus Mendler eingewechselt wurde, jetzt aber wieder raus muss. Und Manuel Kober weicht, also einem Innenverteidiger, der natürlich Kirchhoff in der Innenverteidigung ersetzen wird. Bin sehr gespannt, wie dann die Schwarze in der Halbzeit sein System umgestellt hat. Es sieht schon mal so aus wie eine Fünferkette, die da hinten steht. Also Homburg wird ab jetzt in einer Fünferkette agieren. Mart Ristel, der jetzt auch mit hinten reingerutscht ist in die Verteidigung. Und es wird also ein 5-3-1 oder ein 5-2-2. Wir werden mal drauf schauen. Weihrauch und Hummel weiterhin drin. Suljic also raus. Oder ein 5-4. Wir gucken mal, wie sie es dann verschieben werden. Der UFC jetzt aber erstmal mit dem Anstoß. Dima Nazarov steht bereit. Schiedsrichter ist bereit. Und jetzt geht es los. Dejanovic erstmal am Ball. Dann zu Marc Wachs, der mit dem langen Ball in Richtung Christian Arce sind erstmal rausgeköpft in Richtung linke Seite. Ronny Marcos kann den Ball einsammeln. Und es wird jetzt natürlich auch ein Anlaufen für den UFC gegen eine tief gestaffelte Homburger Verteidigung, die in den letzten fünf Spielen keinen Gegentreffer kassiert haben, jetzt aber mal wieder einen hinnehmen mussten. Und zwar gegen unsere Offensive, die beste Offensive der Liga. Vincent Moreno auf der rechten Seite steckt durch zu Barry, aber der ist zu steif für ihn. Geht deswegen ins Tor aus, gibt den Abstoß für Homburg. Wir erwarten ehrlicherweise, oder zumindest ich erwarte, ein Stück weit ein Geduldsspiel. Auch der Wink, dass Homburg auf Fünferkette umgestellt hat. Es ist natürlich absolut legitim, dass Homburg jetzt sehr defensiv sich postieren wird, auf Konter lauern möchte. Der UFC wird das bespielen müssen. Und wir sind gespannt, wie es dem UFC gelingt, der vor allem hinten raus in der ersten Halbzeit richtig stark aufgespielt hat. Langer Abstoß vom Homburger Torhüter. Der UFC prügelt den Ball direkt dahin, wo er hergekommen ist. Jetzt ein bisschen Kopfball hin, Kopfball her. Und dann landet er letzten Endes beim Homburger Innenverteidiger, bei Heilig. Dann weiter Ball nach vorne Richtung Hummel. Dann geht der Ball ins Seitenaus. Vor der Waldemar Kleintribüne Einwurf, Ronny Marcos. Und dann geht's zurück. UFC im Spielaufbau mit Noel Knote. Halb rechts jetzt, der nach Anspielstationen sucht. Jetzt ganz rechts raus auf Vincent Moreno. Ja, und viele, die natürlich das Bild sich dazu gekauft haben, werden es jetzt erkennen, dass das Anlaufverhalten von Homburg sich absolut verändert hat. Sie pressen nicht mehr hoch, sondern sie ziehen sich zurück in ihre eigene Hälfte. Marc Wachs jetzt auf der linken Seite. Mit dem Ball am Fuß, zieht jetzt mal in die Mitte. Dann geht es nochmal zurück zu Dani Dejanovic. Und links raus zu Christian Arcesen. Der in die Schnittstelle zu Barry. Starker Pass von Arcesen. Und dann gibt es Ecke für den UFC. Gute Aktion. Und Christian Arcesen, der gefällt mir heute besonders gut, muss ich wirklich sagen. Auf der linken Seite immer wieder trickreich, immer wieder gute Vorstöße nach vorne. Und eben auch kluge Pässe, so wie dieser hier gerade in Richtung Bubakar Barry. In die Schnittstelle und jetzt gibt es die Ecke für den UFC. Dritte Ecke. Marc Wachs mit links auf den kurzen Pfosten erstmal rausgeklärt. Raus aus der Gefahrenzone. Ronny Marcos geht hinterher mit leichtem Risiko und Ron Welinski macht mit. Zweite Flankenchance. Wachs, Sorge mit dabei und Barry macht das frühe 2:1 in dieser zweiten Halbzeit. Lauert da am zweiten Pfosten und diesmal kommt die Flanke perfekt von Marc Wachs, der seinen nächsten Scorerpunkt einsammelt. Und auch Barry, er trifft wieder. Und erzielt das 2:1 in der 48. Minute. Es hat also keine 3 Minuten gedauert. Das schlägt der UFC zu. In Halbzeit 2. Bubakar Barry. Blitzsaubere Flanke von links von Marc Wachs. Das Tor kurz vor der Halbzeit. Den Assist kurz danach.
Alex Sorge wäre fast noch rangekommen, aber Boubacar Berry ist dann da. Ich glaube auch diese Aktion von Sorge, dass er da reingeht, das hat den Verteidiger, der hinter ihm stand, so ein bisschen irritiert, sodass dann eben Boubacar Berry ein bisschen Freiraum hat. Den OFC erfolgreich. Unsere Nummer 11, Buba! Danke! Das also die Stimmung auf dem Biberer Berg. Homburg schon angestoßen, erstmal den Ball in den eigenen Reihen in der Verteidigung. Die Schienenspieler schieben jetzt natürlich ein bisschen höher, denn sie sind jetzt im Rückstand. Dombrovka will mit der Hacke weiterleiten, das hat aber Vincent Moreno geahnt, stellt den Fuß dazwischen. Es gibt also nur einen Wurf für Homburg, schnell ausgeführt zu Jansen, der dann in die Mitte zu Hummel. Durch die Beine von Sorge, aber Knote ist da. Passt auf. Und dann Barry wieder. Wachs wird angelaufen von hinten, kriegt den Ball aber noch vorzeitig los. Und es gibt den Neuaufbau für die Kickers mit Alex Sorge auf der linken Seite, weitergegeben auf Ronny Markus. Und es bleibt ein ganz gebrauchter Abend für die Gäste aus Homburg. Wirklich maximal unglücklich. Da spannst du in der Halbzeitpause, schwörst du dich ein, spannst dein 5-4-1 auf und nach 2 Minuten im zweiten Durchgang musst du schon wieder so ein bisschen überdenken, wie du Fußball spielen willst in der zweiten Halbzeit. Der OFC früh diesen Homburger Riegel geknackt. Oder 5-3-1, 5-4-1, 5-3-1. Alles so mittelwichtig, würde ich sagen. Die Marschrichtung war klar defensiv, haben wir im Anlaufverhalten gesehen. Und jetzt muss Homburg natürlich irgendwann im Laufe der Partie dann aufmachen. Der UFC darf aber erstmal mit dem Ball in den eigenen Reihen walten. Über die rechte Seite jetzt Wachs, der angelaufen wird. Weiter zu Boubacar Berry, der mit einem Haken. Dann zieht er in die Mitte und gibt ab auf Ronny Markos, der mal ins Zentrum gerutscht ist. Sorge raus zu Christian Achesen, der jetzt in die Mitte zieht. Zurück zu Wachs, der lässt durch auf Knote. Knote rechts raus zu Boubacar Berry. Barry zurück zu Knote, der wird angelaufen von Hummel, findet in der Schnittstelle Dima Nazarov, der zu Barry, ja, Direktpassspielversuch mit Christian Achesen, der sich auch rechts mit eingeschaltet hat. Der kann den Ball aber nur noch mit einer Grätsche erreichen und von dort geht er dann leider ins Tor aus, gibt also den Abstoß für Homburg. Was wird wohl in Christian Neithardt vorgehen? Wollte sich sicherlich sehr zufrieden zeigen mit dem, was so rund um die Halbzeitpause herum passiert ist. Aber er weiß sicherlich auch, dass seine Mannschaft kein Deut nachlassen darf gegen diese Homburger. Die sind weit davon entfernt, geschlagen zu sein. Und der OFC muss hier mit genau derselben Intensität und Leidenschaft und Aufmerksamkeit weiterspielen. Und die Homburger, sie kommen jetzt nämlich über links. Gut aus dem Pressing rausgespielt, Max Dombrovka. Aber dann verzögert er ein bisschen jetzt ins Zentrum. Ball läuft gut jetzt bei den Homburgern. Aber die Doppel-6 vom OFC, sie packt zu. Kann die Kugel einsammeln, Dima Nazarov, der dann erstmal den Ballbesitz für den OFC sichert, ein bisschen das Leder treibt halb links heraus auf Christian Achesen. Und dann erstmal ruhige Ballbesitzpassage für den OFC. Und dann geht's rechts raus zu Vincent Moreno. Ja, in der letzten Linie darf sich der OFC aktuell dann den Ball sehr ungefährdet zuspielen und also in Ruhe schauen, wo sind die Lücken. Da Boubacar Berry jetzt mit ein bisschen Platz, kann tatsächlich aufdrehen. Boubacar Berry auf Berlinski gespielt, schöne Kombination. Boubacar Berry geht im Strafraum zu Boden. Und der Schiedsrichter sagt, kein Elfmeter. Also ich würde sagen, es war eher ein Foul als das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben. Die Proteste halten sich in Grenzen, also war es vielleicht in Ordnung, aber von unserer Perspektive aus sah das nach einem Elfmeter aus, ehrlich gesagt. Absolut, der wird in die Mangel genommen von 2 Spielern. Müssen wir in der nächsten Spielunterbrechung mal draufschauen. Super Doppelpass da mit Ron Berlinski gespielt und dann kommt Barry davor, seinen beiden Gegenspielern an den Ball. Aber wir müssen noch mal drauf schauen, bevor wir dann sicher sagen können, jo, das war ein nicht gegebener Elfmeter. Aber so hat der Schiedsrichter das erstmal entschieden. Homburg drischt die Kugel nach vorne, Dejanovic sammelt ein, spielt dann in die Mitte zu Wachs, ein bisschen zu steil. Da kommt er nicht ganz dran und Homburg dann erstmal raus über die Seitenlinie zum Einwurf für den OFC. Vincent Moreno schnappt sich die Kugel, schnell eingeworfen zu Alex Sorge. Und dann kursiert der Ball erstmal wieder in der letzten Kette des OFCs. Ronny Markos zu Noel Knote. Der gibt dann ab auf Dima Nazarov, der sich mal ganz tief hat fallen lassen. Chippass in Richtung Barry, der den Ball immer wieder super abschirmt. Und er holt den Einwurf raus zu den OFC.
überlässt dann Vincent Moreno und schaltet sich vorne wieder ein. Boubacar Berry. Hier haben wir Moreno, der den Ball wieder trocknet unter seinem Jersey. Und dann abwirft auf Knote, der wird angelaufen von Hummel. Deswegen zurück zu Sorge und dann ganz links raus auf Ronny Marcos. Sorge mit dem Ball am Fuß. Weiter auf Knote, der jetzt angelaufen wird. Findet Vincent Moreno. Dreht sich einmal gegen Dombrovka und kommt vorbei. Nazarov verliert den Ball im Dribbling gegen Jansen und Homburg kommt übers Zentrum. Berlinski macht mit im Defensivspiel. Homburg mit dem Pass auf den langen Pfosten. Der Schuss dann von der rechten Seite rauscht aber am Tor vorbei. Ins Tor aus. Guter Angriff von Homburg nach diesem Ballverlust im Zentrum. Und einmal mehr, muss ich das sagen, ist schon ein paar Mal aufgefallen in diesem Spiel. Die Balance und die Stabilität in den körperlichen Duellen, die David Hummel mitbringt, ist wirklich à la Bonheur. Der Stürmer der Homburger immer wieder in den physischen Duellen, genauso übrigens wie Boubacar Berry, immer wieder richtig beeindruckend. Früher Ballverlust vom OFC, aber Boubacar Berry holt die Kugel zurück und verteilt auf links zu Christian Arcese. Der letzte einen Gegenspieler vor sich, spielt dann in die Tiefe zu Ron Berlinski. Kann er sich da durchsetzen gegen Heilig? Nein. Der routinierte Innenverteidiger löst das ganz clever, spielt zurück zu seinem Keeper, zu Kretschmann. Der dann aber einen weiten Befreiungsschlag genau in den Fuß von Dejanovic spielt. Ballbesitz, OFC. Das ganze Stadion stimmt hier ein, schenkt uns die drei Punkte. Drei Punkte, OFC. Auf Kurs ist er, der OFC, aber er hat noch einen ganz weiten Weg zu gehen. 2:1 führt man nach Toren von Wachs und Berry, nachdem man in Rückstand gegangen war. Und der OFC hat das Spielgerät mit Knote, baut auf über Boubacar Berry. Der zurücklegt auf Dejanovic im Zentrum und dann links raus in Richtung Wachs. Halbfeldflanke von Wachs wird verlängert von einem Homburger und der Torwart kommt nicht mehr dran. Deswegen gibt es die Ecke für den OFC. Kretschmer, der sich da lang macht und versucht da irgendwie noch die Kugel von der Auslinie zu kratzen. Aber es gibt die Ecke und Wachs, der es einfach mal versucht hat. Nämlich hat er gesehen, dass Berlinski sich da vorne einschaltet. Diese Ecke wird natürlich bei uns auch wieder präsentiert von Pedi Protect. So langsam aber sicher kann man sich ja mal wieder aufs Skifahren freuen. Und da braucht man auch Pedi Protect Sonnencreme. Ich will den Winter noch nicht herbeirufen. Ich freue mich noch auf den goldenen Oktober. Aber bald ist es wieder soweit. Marc Wachs. Ecke von rechts. Jetzt reingeschlagen. Weit in Richtung Nazarov. Er kann den Volley aber nicht nehmen, weil Steinmetz aufpasst. Nazarov setzt nach. Kugel immer noch im Spielfeld. Dann Homburg aber mit dem Befreiungsschlag. Dejanovic kommt mit dazu und es gibt den Einwurf für die Kickers. Auf der linken Seite Ronny Marcos schnappt sich die Kugel und wirft dann zurück auf seinen guten Freund Alex Sorge, der rechts rüber zu Marc Wachs. Und immer wieder suchen sie Berry, der die Bälle gut abschirmt. Und dann rechts raus auf Vincent Moreno, der in die Mitte zu Dejanovic wird angelaufen zu Moreno und dann wieder zurück zu Knote. OFC lässt den Ball jetzt gut laufen. Ball sowie Gegner. Dejanovic versucht es mal mit einem Schnittball in Richtung Berry. Kann aber nicht mehr ganz behaupten. Und dann klärt Homburg über den Rücken von Christian Arcesen ins Aus. Ja, es ist nicht zu übersehen. Der OFC versucht, das Gaspedal durchgedrückt zu lassen. Und hier auf den dritten Treffer am eigenen Konto zu drängen. Möchte möglichst diese Phase nutzen, ein bisschen das Spiel in vorentscheidende Bahnen zu lenken. Presst hoch. Homburg muss sich dann mit weiten Schlägen hinten raus befreien. Aber da muss der OFC jetzt aufpassen, denn da schwärmen die Homburger aus. Der OFC mit Knote und Moreno dazwischen. Langer Ball von Moreno Richtung Berlinski, der die Kugel aber nicht festmachen kann. Und Homburg seinerseits jetzt auf dem Weg nach vorne. Links Steinmetz mitgenommen, der hat jetzt ein bisschen Wiese vor sich. Steinmetz, dann aber super gestört von Nazarov. Perfekt gemacht vom Offensivspieler und der OFC kann umschalten über rechts mit Dima Nazarov, der sich für die starke Rückwärtsbewegung belohnt, die Kugel bekommt und jetzt geht's über halb links, zentrale Position, Marc Wachs mit viel Platz, dann der Chipball rechts raus, aber erstmal geklärt von Homburg, haben sie sehr gut gelöst und dann geht es für die Grün-Weißen wieder Richtung Hummel, der die Kugel erstmal stark festmacht, verteilt auf links. Der neue Mann ist das. Manuel Kober, der Innenverteidiger, der da mal den Weg mit nach vorne gemacht hatte, in dem Wissen, dass der David Hummel dann natürlich vorne jede Unterstützung gebrauchen kann. Und es gibt auch erstmal den Einwurf für Homburg in der Offenbacher Hälfte vor der Trainerbank von Trainer Danny Schwarz.
der schon mehrfach unfreiwillig wechseln musste. Wir erinnern uns an die Verletzung von Mendler und dann an die glattrote Karte für Benny Kirchhoff. Dann geht jetzt Belinski zu Boden. Wurde gezogen da in auf Höhe des Mittelkreises. Gibt also den Freistoß für den OFC. Ich habe das Ganze nicht gesehen. Im Augenwinkel nur gesehen, dass er dann zu Boden geht. Und es gibt Gelb für Heilig, den Innenverteidiger. Bei den Homburgern der Mann mit der Nummer 30 sieht also den gelben Karton. Mit dem Freistoß für den OFC. Marc Wachs steht bereit, aber das ist eher nichts für eine Freistoßflanke, auch wenn sich Ron Belinski und Dima Nazarov da vorne natürlich zurechtfinden. Wachs und Knote, Sorge und Knote bleiben erstmal hinten. Kurz ausgeführter Freistoß. Wachs jetzt rechts raus zu Barry, der zurück zu Wachs. Der wieder zu Barry, der dreht sich einmal an der Außenlinie. Barry, jetzt kann die Flanke kommen. Fast kommt diese perfekt auf den Kopf von Nazarov. Belinski setzt nach. Zweiter Ball dann bei Marc Wachs. Dreht sich einmal. Nimmt dann Barry mit. Vincent Moreno startet in Richtung Grundlinie. Hat er den noch vor der Grundlinie? Ja, er kratzt ihn noch rum. Und dann sagt der Schiedsrichter, der war im Tor aus. Wir müssen mitgehen mit dem Schiedsrichter. Auch wenn wir es von hier, also wir sehen es ja von hier nicht. Aber wir glauben natürlich dran, dass Vincent Moreno den noch vor der Grundlinie bekommen hat. OFC wird wechseln. Ilicevci wird gleich kommen. Langer Ball von Homburg in Richtung Eckfahne. Wird erlaufen von Ronny Marcos, dann zurückgegeben zu Johannes Brinkies. Und er macht es dann mit Sorge. Cool. Alex Sorge wieder auf Brinkies. Er wird angelaufen von Hummel. Brinkies rechts raus auf Knote. Auf Höhe der Eckfahne. Und jetzt Knote mit dem weiten Ball nach vorne zu Boubacar Barry. Stark gemacht von Barry. Zurück auf Vincent Moreno und jetzt muss das Seda mal über die linke Seite raus, denn Homburg ist ein bisschen aufgerückt und das gibt vielleicht die Chance für den OFC für einen schnellen Angriff. Ronny Marcos jetzt schon über der Mittellinie auf der linken Seite, treibt das Seda weiter voran. Jetzt der Pass in die Schnittstelle zu Ron Belinski, etwas zu leicht gespielt dieser Pass. Zweiter Ball ist bei Homburg, die sich dann gut hinten rausspielen. Stark gemacht und dann geht es auf die linke Seite. Es bleibt dabei, es sind zwei sehr spielstarke Regionalliga-Mannschaften. Das zeigt sich in so vielen Szenen auf diesem Platz. Hummel, der den Ball da gut festmacht. Und dann, Dombrovka, der gerade noch den Ball zu seinem Innenverteidiger zurückgespielt bekommt. Barry wäre da um ein Müh dran gekommen. So, Ballbesitz grün-weiß. Die dann über den neuen Mann Manuel Koba versuchen, das Aufbauspiel zu betreiben. Langer Chipball nach vorne. Das ist erstmal Petö, der dann ablegt. Und zurück geht's dann in die Innenverteidigung. Ristel, der dahin zurückbeordert wurde. Homburg im Spielaufbau. Versuchen jetzt sichtlich etwas mehr nach vorne anzuschieben. Ja, jetzt OFC erstmal so ein bisschen im Hinterherlaufen. Jetzt kommt Homburg über links, aber Vincent Moreno kann dann die Kugel einsammeln, bevor Dombrovka da rankommt. Dombrovka zwar dazwischen, aber gibt es Einwurf. OFC und Homburg wird doppelt wechseln. Und auch der OFC wird wechseln. Ilie Cifci wird kommen. Bin gespannt für wen. Vom Feld gehen Petö und Steinmetz bei Homburg. Und es kommen Schmidt und Littmann. Und beim OFC geht Christian Achesen vom Feld, der für mich eine ganz, ganz starke erste Halbzeit gespielt hat. Christian Achesen. Geht Minute Nummer 14, Christian Achesen. Kriegt ihr zu Recht den Applaus von allen Rängen. Für ihn kommt Onur Ünlüçifci. Minute Nummer 8, Onur. Also erster Wechsel beim OFC in der 63. Minute. Ünlüçifci, der nach Krankheit also wieder zurück ist, den hat sie ja ganz schön erwischt. Ist aber wieder voll dabei gewesen die ganze Woche im Training. Konnte alles mitmachen und jetzt also wieder einsatzbereit. Barry in die Mitte zu Wachs, guter Doppelpass, Wachs und Dima Nazarov. Und dann geht's links raus, stark gespielt. Ünlüçifci, erste Aktion jetzt in diesem Spiel, direkt mal mit einer Flanke, kriegt den zweiten Ball auch wieder. Der einmal in die Mitte zieht und dann Barry findet im Rückraum. Aber noch zu weit entfernt vom Tor für einen Abschluss, Dima Nazarov. Starke Aktion von ihm, dreht sich dann gegen zwei Spieler auf und legt zurück auf Dejanovic. Der wieder in den Zwischenraum zu Nazarov. Ah, jetzt kriegt er den Ball aber weggespitzelt
und Homburg will schnell kontern. Alex Sorge ist aber da, genauso wie Knote und Barry, der jetzt auf der rechten Seite den Ball wieder kriegt. Steigt einmal drauf und dann wird neu aufgebaut vom OFC. Dani Dejanovic weiter zu Marc Wachs. Wachs 1 weiter links raus zu Inli Çiftçi. Diesmal wählt er nicht die Flanke, sondern zurück zu Sorge. Der kann direkt weiter geht's spielen zu neue Knote. Ja, und da muss der OFC natürlich lauern und warten auf die richtigen Lücken, auf die Momente für Flanken. Inli Çiftçi hat schon viele Ballkontakte einsammeln können. Auch wichtig, nach so einer Einwechslung schnell im Spiel zu sein. Vor allem, wenn du so lange draußen warst. Hummel, jetzt läuft da mal Alex Sorge an. Der gibt aber einfach weiter auf Marc Wachs. Da er mal auf den Ball steigt und dann zurückschiebt zur Noel Knote. Das macht der OFC gut. Ballbesitz, Fußball. Knote dreht nochmal ab, nimmt Brinkies mit, weil er nicht genug Anspieloptionen da vorne hatte. Brinkies zu Sorge, der zu Wachs, der sich den Ball abholt. Homburg bleibt weiter geordnet im 5-3-1-System. Wachs spielt links rüber zu Alex Sorge. Der darf jetzt mal die Kugel vorantreiben auf der linken Seite. Alex Sorge gibt dann ab auf Ron Melinski. Hat sich mal weggestohlen aus dem Sturm. OFC muss es aber wieder von hinten versuchen. Marc Wachs angelaufen. Gerade von Schmitz, der gerade eingewechselt wurde. Und dann spielt der OFC wieder zurück zum Torwart, zu Johannes Brinkies. Im Moment die letzten 2-3 Minuten Ballbesitz. Keine passenden Ideen nach vorne. Knote mal, der Chippass in Richtung Nazarov, der gestoßen wird. Aber das reicht dem Schiedsrichter nicht für einen Freistoßpfiff. Stattdessen kommt Homburg über die linke Seite, aber gut abgelaufen. Von Noel Knote, Abpraller, dann bei Vincent Moreno. Aber der zweite Ball bei Dombrovka. In die Mitte gespielt, aber Belinski passt auf und erarbeitet sich den Ball. Dejanovic treibt die Kugel mit Unicivci voran. Links raus zu Ronny Marcos. Viel Wiese vor sich. Immer noch Marcos in die Mitte gespielt, jetzt zu Ron Melinski. Der ordnet die Beine und zieht dann mal aus der Entfernung ab. Guter Schuss von Melinski, aber zu zentral, als der Torwart da mit beiden Fäusten. Zweiter Ball dann wieder beim OFC. Und Ronny Marcos über links mit Dejanovic. Da hat Ron Melinski mal ein bisschen zu viel Platz gehabt. Und jetzt ist er schon wieder angespielt worden an der Strafraumkante, möchte ablegen für Inli Çiftçi. Etwas zu unpräzise, schade. So kommt der Offensivmann nicht an den Ball. Alex Sorge, aber super, antizipiert er da den langen Ball der Homburger. Und so kommt der OFC schon wieder über rechts mit Boubacar Berry. Rechte Außenbahn schon Richtung Grundlinie, jetzt im Dribbling. Sucht er nach den Anspielstationen, findet im Rückraum Wachs, der dann ganz links raus verteilt auf Ronny Marcos, der dann in den Strafraum reinspielt. Schöner Pass auf Inli Çiftçi, der aus der Drehung. Und dann ist wieder Kretschmer da, der den Ball dann diesmal zwar abklatschen lassen muss, aber nur kurz vor sich und deswegen die Kugel aufnehmen kann. Inli Çiftçi sofort gut drin in der Partie. Eine gute Hereingabe, der erste gefährliche Abschluss jetzt von ihm. Und Homburg spielt sich da gut hinten raus. Inli Çiftçi so ein bisschen überspielt worden und jetzt hat Homburg da ein bisschen Wiese vor sich. Kommt da über rechts, das ist gefährlich. Rechte Außenbahn sind sie jetzt unterwegs. In den Rückraum gespielt. Dejanovic, Riesenkretsche da dazwischen. Trotzdem, Homburg bleibt im Angriff. Da haben sie jetzt ein bisschen ihre Räume, aber der OFC gut nach hinten bewegt und hat jetzt einen Riesenkonter. 4-3 Überzahlsituation für den OFC. Links draußen Onur Inli Çiftçi auf der linken Außenbahn. Belinski ist mit dabei und Dejanovic. Inli Çiftçi zieht selber ab. Ball wird abgeblockt. Eckball, OFC. Ja, er nimmt sich dann den Schuss selbst, weil Homburg da hinten auch ganz gut verschoben hat in der Verteidigung, in der Rückwärtsbewegung. Eckball gibt es, du hast es gesagt, für die Kickers. Eine Sache natürlich für Marc Wachs, der jetzt nochmal ins Gespräch geht. Mit dem längsten aus unseren Reihen, Alex Sorge, also um die 1,96 mitbringt. Ja, Inli Çiftçi, klar, hätte die Option gehabt, Belinski noch mal in Richtung Grundlinie zu schicken. Hat gesagt, komm, ich probiere es selbst. Holt zumindest die Ecke raus. Marc Wachs. Hinein, Junge. Wird aber zurückgepfiffen, weil es da noch mal ein paar Spirenzchen gibt. Zwischen Nazarov und Dominik Noah Schmidt.
Ich nehme mal an, Dominik Neuschmidt wird ganz stark darauf aufpassen, dass der Offenbacher Offensivroutinier nicht wieder komplett frei am zweiten Pfosten steht, so wie er das so gerne macht. Ball Marquax mit links vom Tor weg, kommt der Ball jetzt auf den ersten Pfosten ins Gewühl rein. Sorge trifft den Ball nicht aus dem Rückraum. Dejanovic, der schießt, wird abgeblockt. Und dann ist der Ball erstmal geklärt. Ronny Marcos in der eigenen Hälfte als letzter Mann sammelt die Kugel ein und wartet jetzt erstmal, bis sich seine Mannschaft wieder postiert hat. Und jetzt geht's über links mit Marquax, der schon in der Homburger Hälfte ist, auf der linken Außenbahn, jetzt Richtung Boubacar Berry spielt. Berry gegen zwei Mann erstmal die Kugel behauptet und dann sucht er seine Anspielstation. Der hat jetzt in der gegnerischen Hälfte wirklich unglaublich viel Zeit. Also Homburg wartet noch, bis sie alles oder nichts spielen, aber irgendwann wird dieser Moment kommen und es wäre gut, wenn der OFC bis dahin einen 2-Tore-Vorsprung herausgespielt hat. Ich glaube, das ist das Ziel der Neidhardt 11. Jetzt aber ein Fehlpass von Dimitri Nazarov. Der versucht, die Kugel zurückzuholen, aber Ristel löst das ganz klug und elegant. Und Homburg wieder auf dem Weg nach vorne. Zentrale Position, Sorge stört erstmal, aber sie schwärmen aus. Ronny Marcos erstmal klasse geklärt, gut dazwischen. Und der OFC könnte vielleicht sogar seinerseits umschalten. Ja, nicht ganz. Wobei Ronny Marcos klasse gemacht, holt er den Freistoß raus. Mit einer Energieleistung sprintet er dann noch an seinem Gegenspieler vorbei, holt den Ball und dann damit den Freistoß heraus. Denn der Homburger hatte ihn so gar nicht kommen sehen. Und unten an der Bank sehen wir jetzt, dass Homburg den nächsten Wechsel vorbereitet. Sie werden Jakob Kollmann bringen. Auch nochmal ein Mittelstürmer. Also ein Linksverteidiger geht vom Feld. Sie bringen einen nächsten Stürmer ins Spiel. Mit Kollmann. Also Offensivwechsel, du hast es gerade angesprochen. All or nothing, vielleicht sogar jetzt schon in der 70. Minute. Kommt also für Dombrovka. Und Homburg geht jetzt wieder ins Pressing. OFC wird jetzt nicht mehr so viel Zeit haben für den Spielaufbau. Da bin ich mir sicher. Wir sind jetzt schon zu viert in der Kickershälfte. Berry schirmt den Ball gut ab auf der rechten Seite. Verteilt dann super auf die rechte Seite zu Ünlücevci. Ünlücevci geht ins Dribbling. Immer noch Ünlücevci. Legt ihn sich auf rechts in Richtung Grundlinie. Hereingabe. Aber ein Arm geht hoch. Vom Keeper. Nächster Ball. Berlinski mit dem Fallrückzieher. Und dann ist es ein Offensivfoul. Und es gibt den Freistoß für Homburg in der eigenen, im eigenen 16er. Aber vom Bewegungsablauf her bei Ron Berlinski, dieser Fallrückzieher, der sah schon im Ansatz sehr schön aus. Los für die Jugend wird verkündet und Zuschauerzahl wird verkündet. 7106 Zuschauerinnen und Zuschauer am Biberer Berg zu Gast. Ich würde sagen, da bin ich mit meinem Ergebnistipp von 7012 relativ nah dran. Richtig starke Zahl. Der Schnitt wird weiter Richtung 7000 erhöht. Der OFC arbeitet daran, diesen Regenbesuch mit einem Heimsieg zu belohnen. Kommt jetzt über rechts mit Dimitri Nazarov. Schon an der Strafraumkante auf den zweiten Pfosten geflankt. Boubacar Berry, der wird da zurückgepfiffen. Die Waldemar-Kleintribüne sieht das anders. Ich habe schon gesehen, dass der Offensivspieler der Offenbacher Kickers da mit den Armen ein bisschen beschäftigt war beim Gegenspieler. Ob es jetzt genug war für einen Foul, sei dahingestellt. Aber ich würde sagen, es ist nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, das zurückzupfeifen. Ja, da so ein bisschen gezogen am Arm. Und es gibt den Freistoß für Homburg. Wieder im eigenen 16er. Oh, aber was eine Parade eben auch von Kretschmer bei diesem Schuss von Ünlücevci. Wie er da irgendwie noch den rechten Arm an die Seite fährt. Abstoß landet auf dem Kopf von Sorge. Er köpft ihn dann wieder in Richtung Homburger Innenverteidigung. Und der OFC geht drauf, holt sich mit Ünlücevci fast den Ball. Homburg spielt den Ball aber zurück. Vincent Moreno erahnt diesen Pass und macht Druck. Und so geht der Ball ins Tor aus. Es gibt den nächsten Eckball für die Kickers. Super Pressing da, sowohl von Ünlücevci als auch von Vincent Moreno, der ganz mutig mit nach vorne verteidigt, die Wege eng macht und dann eben weiß, dass der Pass nach außen kommt, sofort drauf geht. Und dann war der Homburger ja so ein bisschen überfordert mit der Situation, kriegt den Ball an die Hacke. Von dort geht er dann ins Tor aus und es gibt die Ecke für den OFC und natürlich für Marc Wachs, der sich da hinlegt von rechts in Richtung Tor mit links.
Marc Wachs, Getümmel am ersten Pfosten. Wachs, jetzt kommt die Ecke. Aber der Torwart ist mit beiden Fäusten dran. Zweiter Ball bei Moreno, wieder rechts raus zu Wachs. Legt sich den Ball nochmal hin. Wachs jetzt mit links wieder die Flanke auf den ersten Pfosten. Dritter Ball wieder bei Wachs, lässt prallen auf Dejanovic. Der zurück auf Moreno. Und der ganz hinter zu Ronny Marcos. Marcos zu Vincent Moreno. Der auf der rechten Seite weiter auf Dejanovic. Dejanovic, jetzt könnte er flanken in Richtung Belinski, aber er wählt den Seitenwechsel. Gute Option zu Ünlücivci, der mit links abzieht. Aber der geht über das Tor. Ja, und ich glaube, Belinski, der da vorne unermüdlich anläuft, der will natürlich auch nochmal wieder in eine Aktion kommen. Arbeitet sehr viel fürs Team. Eben hat er diese Fallrückzieher-Chance gehabt, wurde dann aber zurückgepfiffen wegen Stürmerfoul. Ball jetzt im Seiten aus, weil der. Nee, geht weiter. Also gerade Konfusion bei allen. So kommt der Ball da vorne bei Kollmann an, der jetzt in die Mitte zieht, aber bei Dejanovic ist dann Schluss. Moreno versucht den Pass in die Spitze zu Barry. Weihrauch setzt aber nach und holt sich den Ball zurück. Hummel dann zu Jansen. Wird gestört von Nazarov. Ist nicht viel, reicht aber für den Freistoßpfiff. Freistoß für Homburg. Und eben diese Situation da an der Seitenlinie. Also war der Ball nun im Seitenaus oder nicht? Viel Verwirrung für alle Spieler, war es eigentlich klar, jo, der ist weg. Aber Schiedsrichter haben entschieden, nee, der ist noch im Spielfeld. Und jetzt gibt es eben den Freistoß für Homburg in der Kickershälfte schon. Jansen weitergeleitet mit dem Kopf, aber der landet dann in den sicheren Armen von Johannes Brinkies, der lange nichts zu tun hatte. Aber hier natürlich bei diesem Ball am Start ist, keine Probleme mit gehabt. Vincent Moreno jetzt auf der rechten Seite am Ball. Tritt einmal drauf. Und dann zurück zu Dejanovic, der zu Sorge. Nimmt Moreno mit. Sorge jetzt links raus zu Ünlücivci. Der geht ein paar Meter nach vorne. Dann der Doppelpass mit Belinski. Aber der Pass in die Mitte kommt dann nicht an. Ünlücivci muss jetzt schnell nachsetzen. Geht in den Zweikampf. Aber Homburg bleibt dran. Auf der rechten Seite. Ziehen jetzt in die Mitte. Der Pass in die Mitte zu Jansen. Der versucht den Steckpass. Dejanovic ist erstmal da. Und dann wird auf Freistoß entschieden. Nach einem Zweikampf, der nicht aussah wie ein Zweikampf. Ja. Also, traue mir kein Urteil zu. Wäre nämlich auch eher da bei der Situation, bei der Entscheidung weiterspielen, aber ich sehe nicht so viele Proteste auf dem Platz. Aber das sind die Situationen für Homburg, die sie brauchen. Viertelstunde vor Schluss, Freistoßsituation, Vollversammlung im Offenbacher Strafraum. Das gilt es jetzt zu überstehen. Müsste Maximilian Jansen sein, mit rechts wird er den Ball da in den Strafraum von halb rechts hineinbringen. Vollversammlung wird es gleich geben im Offenbacher Strafraum. Also, Ball ist freigegeben. Jansen, jetzt schaut er. Freistoß hineingetreten Richtung zweiten Pfostenknote. Passt auf. Klärt und war laut Schiedsrichter nicht dran. Und es gibt auch keine Proteste seitens der Homburger. Und dann stimmt das wohl auch. Aber er hat sich da sozusagen beim Blocken des Gegenspielers so ein bisschen wehgetan. In die Bande gerauscht. Ja, ist da in die Bande gerauscht. Derweil haben wir einen kleinen Blick in die Trainerbank der Offenbacher Kickers, wo sich Waldrin Mustafa und Stefan Menser, glaube ich, habe ich da auch noch hingehen sehen. Die letzten Anweisungen abholen und gleich eingewechselt werden. Abstoß ausgeführt, kurz ausgeführt. Homburg läuft jetzt wieder hoch an. Klar, müssen sie tun, auch in Unterzahl, auch wenn es natürlich schwer ist. Und Räume für den OFC eröffnen wird. Aber sie müssen ihr Heil in der Offensive suchen und kommen jetzt auch in den Strafraum reingespielt. Das ist eine gefährliche Situation, aber Sorge blockt noch ab. Und er schafft es nicht, den Eckball zu verhindern. Eckball Homburg. Also, die Schlussoffensive der Homburger, sie beginnt. Und jetzt beginnt also die Phase, in der die Nerven stark sein müssen beim Offenbacher Anhang und bei der Offenbacher Mannschaft. Und dann
In wenigen Minuten werden wir erlöst von Stefan Mensah und Valtrin Mustafa, die einen Konter zum 3:1 zu Ende spielen werden. Aber bis dahin müssen wir es sauber wegverteidigen. Also Eckball von rechts vom Tor weg hineingebracht. Mit rechts. Richtung zweiten Pfosten. Knote steigt erstmal hoch, klärt raus. Nazarov, dann weiter Volley raus. Und dann auf Stürmerfoul entschieden. Da liegt, glaube ich, Knote am Boden im Offenbacher Strafraum. Da gibt dem OFC die Gelegenheit zu wechseln. Ja, erstens zu wechseln und zweitens muss sich wahrscheinlich medizinische Abteilung den Kopf mal angucken. Nee, Knote steht wieder, sagt, alles ist in Ordnung. Und der OFC wird doppelt wechseln. Ron Melinski geht da vom Platz. Und auch Dima Nazarov geht vom Feld. Und wir treffen uns bei unserer Nummer 10. Viele gute Aktionen. Am Ende nicht das Fortun gehabt, ein Tor zu erzielen. Aber wenn das andere tun können, ist das ja auch okay. Und wir begrüßen neu. Mitte Nummer 9. Beide auch enorm viel geackert. Und jetzt gibt es noch ein paar warme Worte an die eingewechselten Spiele. Jungs, nochmal richtig Dampf machen. Stefan Mensah und Valtrin Mustafa. Die beiden bringen also nochmal 4 frische Beine in dieses Spiel. Neue Knote mit dem Schlag nach vorne. Mustafa wird da nur ein bisschen gestummt. Ball aber bei Ünlü Çiftçi, der den Ball sehr gut klärt und zurückgibt. Auf Moreno, der zu Brinkis, der jetzt links raus zu Ronny Marcos, der mit dem Pass nach vorne zu Mensah. Schirmt die Kugel ab, immer noch Mensah, dann zurück zu Sorge, wird angelaufen und in Bedrängnis gebracht. Gibt den Einwurf für Homburg. Und eine gelbe Karte für Ronny Marcos. Wegen Behinderung eines Einwurfs. Hast du auch so gesehen, ne? Ja, naja. Der Schiedsrichter bleibt einfach bei seiner strengen Linie. Und dann ist das in Ordnung und auch erwartbar. Einwurf, weiter Einwurf. Zumindest bereitet sich beide Mannschaften darauf vor. Segelt jetzt in Offenbacher Strafraum hinein, aber war noch nicht freigegeben, glaube ich. Und deswegen wird der Einwurf wiederholt werden. Und dann wird es gleich die nächste Situation geben. Maximilian Jansen, Zweitliga erfahrener Mann aus Sonthausen, wirft weit rein in den Strafraum. Wachs erst mit dem Kopf dazwischen, aber Gewühl im Offenbacher Strafraum bleibt. Kugel noch nicht geklärt. Erst nochmal rechts raus. Die Flanke kommt nochmal rein auf den zweiten Pfosten. Brinkis steigt hoch und sammelt sich die Kugel ein. Und jetzt Brinkis. Ja, super Abstoß weit nach vorne Richtung Valtrin Mustafa, der versucht sich durchzusetzen. Und dann ist der andere Keeper Tom Kretschmer, der weiter herausgeeilt war. Aber der Abstoß von Brinkis, der war stark trotzdem. Homburg kommt wieder, haben den zweiten Ball da eingesammelt. Und Dejanovic, ich weiß nicht, wie viele Bälle der Mann heute Abend schon gewonnen hat, aber jetzt ist es einer mehr. Verliert die Kugel aber leider wieder. Na, der UFC schafft es gerade nicht, so die Spielkontrolle sich zurückzuholen. Und vielleicht die ein oder anderen Angriff etwas zielgerichteter zu Ende zu zocken. Und so Homburg weiter drin in dieser Partie. Hummel. Starkes Spiel vom Offensivmann, der jetzt aber erstmal wieder abgeben muss. Und Homburg dreht ab, baut neu auf, weiter Ball nach vorne. Sorge, der erstmal das Kopfballduell gewinnt, aber zweiter Ball ist bei den Homburgern. Aber bei diesem Kopfball war wohl der neue Mann. Das müsste dann Jakob Kollmann gewesen sein im Abseits. Und so gibt es Freistoß OFC schon ausgeführt. Und Vincent Moreno treibt schon wieder an. Über rechts jetzt. Ohne Rönli Çiftçi unterwegs. Rechter Außenbahn. Bittet jetzt zum Tänzchen. Geht jetzt Richtung Strafraum. Auf dem linken liegt der Ball schon. Und dann wird ganz weit nach links rausverteilt zu Ronny Marcos, der jetzt natürlich ein bisschen Wiese hat. Die Homburger müssen Räume unbesetzt lassen. Das ist jetzt ganz klar. Und dann geht's nach links draußen zu Stefan Mensah. 1-gegen-1-Situation. Möchte da erstmal vorbei am Gegenspieler. Ja, schafft das auch. Geht rein in den Strafraum, Stefan Mensah. Und dann wird er da zurückgepfiffen. Der Kollege Schnelker fassungslos. Das gesamte Stadion auch. Und ich kann den Unmut verstehen. Da war auch ein bisschen Armeinsatz von Stefan Mensah dabei. Aber das ist schon strenge Regelauslegung vom Schiedsrichter. Aber es folgt einer Linie und dann ist es vielleicht irgendwie in Ordnung. Aber trotzdem, wir hätten es gerne gesehen, dass es weiterläuft. Trotzdem, der UFC hat die Kugel schon wieder zurück. Marc Wachs, zentrale Position vorm Strafraum. Ja, da wird aber erstmal gestoppt, fair gestoppt auch, trotz der Proteste. Das geht schon in Ordnung. Und der UFC hat die Kugel aber schon wieder zurück. Boubacar Berry auf der rechten Außenbahn. Jetzt nimmt der Vincent Moreno mit. Moreno, Flanke, rutscht ihm ein bisschen über den Spann und geht so ins Tor aus. Der sonst so starke Rechtsverteidiger, etwas mit Pech in dieser Aktion. UFC wird gleich nochmal wechseln. Irwin Pfeiffer wird kommen. Mal schauen, wer dafür runtergeht. Vielleicht Boubacar Berry, der ein starkes Spiel gemacht hat.
und viel unterwegs war. Aktuell so als zweite Spitze agiert. Das würde passen, wenn Irvin Pfeiffer da jetzt kommt. Aber jetzt kommen wieder die Homburger. Halb rechter Raum, treiben sie das Leder nach vorne. Haben da ein bisschen viel Zeit zu schauen und kommen dementsprechend weiter. Die Kombinationsmaschine der Grün-Weißen läuft. Ball in die Spitze, Riesengrätsche von Sorge, der diesen Steckpass unterbindet. Aber der UFC muss jetzt wieder mehr investieren gegen den Ball. Denn dass du in Überzahl deinem Gegner so viel Platz lässt, das ist nicht optimal. Und so kommen die Homburger. Kopfballablage nach links. Und sind da jetzt an der Grundlinie. Ist gestellt von Ulicevcu und Moreno. Nichtsdestotrotz, Homburg spielt da jetzt um den Offenbacher Strafraum herum. Und dann geht es ganz zurück zu Madristel, dem Kapitän. Und dann wieder über rechts. Der UFC läuft jetzt an, aber muss das mit ein bisschen mehr Zug machen. Um die Homburger da ernstlich zu stören. Das Stadion wird richtig laut. Peitschenmannschaft nach vorne, Fehlpass Homburg. Der UFC spielt erstmal ganz hinten rum. Zwingt die Homburger wieder im Pressing zu investieren. Vincent Moreno jetzt rechts raus auf Ünlicevci. Ja, da geht spielerisch leicht vorbei am Gegenspieler und dann rutscht er leider weg. Schade, er war eigentlich schon vorbei und dann rutscht er aus. Und so Ballbesitz Homburg. Aber Stefan Menser läuft die Kugel ab. Hat jetzt über links vielleicht die Gelegenheit, was aufzuziehen. Linker Außenmann wird verfolgt von seinem Gegenspieler. Schon gestellt, deswegen erstmal ins Zentrum zu Marc Wachs, dem Kapitän. Was fällt ihm ein? Rechts raus verteilt auf Ünlicevci aus dem Rückraum. Könnte da abziehen oder, ja, zieht ab, aber wird abgeblockt. Und dann gibt es Einwurf für den UFC. Es muss Einwurf für den UFC geben, jawohl. Gibt es auch. Linienrichter hatte es dann entsprechend entschieden. Und dann wird jetzt Irvin Pfeiffer kommen. Ich denke mal, Boubacar Berry wird das Feld verlassen. Mal schauen, ob ich da recht behalte. Ja. Boubacar Berry hat möglicherweise den Siegtreffer markiert. Und dementsprechend erhebt sich auch das Stadion. Standing Ovations für den Offensivspieler, der heute einmal mehr kaum zu greifen war für seine Gegenspieler. Irvin Pfeiffer. Ja. Küsschen von Boubacar Berry und Irvin Pfeiffer, naja, vielleicht so seinen Durchbruchmoment in Trier hatte, da wurde er heftig geherzt, hat das ganz stark gemacht nach einem Konter und das ist natürlich so etwas, was er jetzt gerne wiederholen dürfte. Einwurf schon ausgeführt, Ünlicevci, der da schön durchsteckt für Vincent Moreno. Moreno schauen Richtung Strafraum, ja, auf den zweiten Pfosten, da ist Steff Menser. Menser geht vorbei am Gegenspieler, Abschluss, Tor, 3:1, Stefan Menser! Hier glaube ich jetzt den Deckel drauf. Ganz stark gespielt vom UFC, eingeleitet von Ünlicevci, der durchsteckt von Moreno rechts. Der dann einmal ganz nach links rausspielt. Und da ist Stefan Menser, da kommt sogar Pommes Brinkis einmal über das komplette Spielfeld gelaufen. Und herzter Stefan Menser. Stark zu Ende gespielt. Und das ist jetzt langsam ein Muster. Stefan Menser da auf links. Wenn er da in den Strafraum reinkommt, ist er einfach unglaublich gefährlich im Abschluss. Und vor allem ist er nach jeder Einwechslung unglaublich gefährlich. Wir sehen es jetzt nochmal, wie er auf links legt und dann einfach vorbei. Der ist auch so eiskalt vor dem Tor, wenn er eben diesen Platz hat. Und das hat er, wenn er eingewechselt wird und dann schnell ist. Nummer 7, Stefan! Und da ist uns doch jetzt etwas weniger bang vor der Schlussphase. Auch wenn klar ist, auch zwei Tore sind Homburg immer noch allemal zuzutrauen in der UFC. Wird das hier mit gleicher Konzentration weiterspielen müssen. Es ist ein enorm hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten. Auf dem jetzt doch nach diesen ganzen Regenfällen tiefen Rasen. Stefan Menser, der hier das 3:1 erzielte. Ein absoluter Edeljoker bisher in dieser Saison. Wir müssen vielleicht mal kurz ausrechnen, wie viele Scorerpunkte der schon gemacht hat. Da setzt sich der Kasper jetzt mal dran. Ich glaube, zweimal durfte er von Beginn an ran. Den Rest wurde eingewechselt und fast bei jeder Einwechslung hat er gezündet, Stefan Menser. Währenddessen lässt Homburg den Ball hinten rum zirkulieren. 8 Scorerpunkte hat er also schon gesammelt. Ich glaube, bei 4 Toren, 4 Assists, wenn es richtig ist. 5 Tore, 3 Assists sind sogar. Ja. Also Stefan Menser, ein Topmann.
der hier das 3:1, dieses Erlösende, erzielen konnte. Homburg mit einem weiten Schlag nach vorne. Immer wieder suchen sie da vorne Jakob Kollmann, der jetzt auch den Ball gut ablegt auf Hummel. Dem springt der Ball aber etwas zu weit weg und Sorge grätscht dazwischen. Pfeiffer darf den Ball aufnehmen und dann ist es Dejanovic, der cool nach links verteilt auf Ronny Marcos. Mensa eben mit einer starken Bewegung auf der linken Seite, sich da vom Gegner zu lösen, aber Ronny Marcos wählt den Weg zurück und dann geht es auf die rechte Seite. Vincent Moreno nochmal zurück zu Noel Knote, der mit dem Chippass nach vorne. Mustafa nicht ganz verlängert, aber fast verlängert. Dann ein Zweikampf im Zentrum zwischen Ristel und Erwin Pfeiffer. Kurz ausgeführter Freistoß jetzt für Homburg. Weihrauch dann in die Schnittstelle gespielt zu Schmidt. Der verliert den Ball aber. Und der UFC kann erstmal rausklären. Zweiter Ball bei Erwin Pfeiffer. Der nimmt die Kugel nach vorne mit. Mustafa bleibt auf dem Boden liegen. Aber Erwin Pfeiffer ist auf und davon. Auf in dem Zentrum. Immer noch Erwin Pfeiffer mit dem Schuss und dem Tor zum 4:1. Was für ein Abschluss von Erwin Pfeiffer. Der markiert das 4:1. Und das ist jetzt wirklich endgültig der Dreier im Spitzenspiel OFC gegen FC 08 Homburg. Erwin Pfeiffer, der cool bleibt, so lange wartet und dann unnachahmlich links unten ins linke Eck einschweißt den Ball. 4:1. Und wieder sind es die Jungs von der Bank, die dieses Spiel endgültig entscheiden. Hier sehen wir es nochmal. Waldri Mustafa bleibt am Boden liegen, aber Pfeiffer hat natürlich viel Wiese vor sich. Dann gegen zwei. Önücivci macht den wichtigen Weg und dann durch die Beine seines Gegenspielers ins linke untere Eck zum 4:1. Deckel drauf. Ja, endgültig. Und wir hören es uns natürlich an. Erfolgreich. Mit der Nummer 20. Erwin. Erwin. Es gehört zur Wahrheit dazu, dass Homburg hier definitiv stärker war, als der Spielstand suggeriert. Das wollen wir auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Homburg hat ja auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass das ein Spitzenspiel war, dass dieses Prädikat mehr als verdient hat. Aber der OFC gewinnt hier definitiv verdient und wird wahrscheinlich mit 4:1 als Sieger vom Platz gehen, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze gehen. Und Vincent Moreno spritzt nochmal dazwischen, holt nochmal die Kugel. Waldrin Mustafa darf auch nochmal. Nein! Große Parade von Kretschmer. Die Kugel ist noch heiß. Ünlücivci bringt den Ball nochmal flach herein, aber da ist dann Kretschmer, der sich nochmal auszeichnen darf. 5:1 wäre auch wirklich sehr hart gewesen für die arg gebeutelten Homburger. Ja, und ich muss auch nochmal sagen, Homburg natürlich heute auch wirklich so ein bisschen vom Pech verfolgt nach dieser roten Karte, die dann im Endeffekt, wenn er das Foul pfeift, auch eine rote Karte ist, das ist ganz klar. Der OFC dann das Zepter in die Hand genommen, nach der Halbzeit auch sehr früh dieses 2:1 gemacht, aber Homburg hat sich dann nicht versteckt, nochmal eine Schlussoffensive gestartet, auf All-In gegangen, nicht belohnt worden und der OFC natürlich dann am Ende auch eiskalt mit diesem 3:1 und 4:1. Schiedsrichter wurde jetzt gerade angeschossen. Schiedsrichter Ball gibt es also. Und Marc Wachs darf weiterspielen. David Hummel, ja, wäre natürlich auch gerne mit dabei gewesen. Versteht das Ganze nicht so ganz. Aber der OFC im Ballbesitz und noch einer Minute Nachspielzeit. Das ist der wichtige und verdiente Dreier in diesem Freitagabendspiel. Und somit erklimmt der OFC erstmal wieder die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Und dann können wir uns auf der Couch angucken, was die anderen Mannschaften machen. UFC im Ballbesitz mit Dani Dejanovic jetzt im Zentrum, der nochmal auf Wachs verteilt. Klar würden sie ganz gerne nochmal Waldri Mustafa da vorne in Szene setzen, der jetzt auch nochmal antritt für einen Lauf. Super Ball von Vincent Moreno zu Pfeiffer. Mustafa kriegt den Ball jetzt auch im Zentrum, verteilt nochmal auf links zu Mensa. Mensa geht nochmal ein 1:1. Mensa, nochmal einen Haken. Mensa, noch einen Haken. Jetzt die Flanke oder der Chip an die Latte. Abschluss in mit Chipchi und Tor. Das ist für mich der schönste Assist, den ich je gesehen habe. Stefan Mensa, was macht der denn da mit seinen Gegenspielern? Und dann dieser extrem freche Chip, der nicht ins Tor, sondern an die Latte geht. Aber Ünlücivci ist der Nutznießer und erzielt in der 93. Minute das 5:1 zu den OFC. Mann, ist das am Ende auch eine Mensa-Show.
Diese Mannschaft ist so unglaublich gnadenlos. Also, mit welcher Qualität hier hinten raus dieses Ergebnis hochgeschraubt wird. Es ist gruselig, wie erbarmungslos diese Mannschaft hinten raus ihren Gegner noch zersägt hat. Und das Spiel ist abgepfiffen. 5:1 gewinnt der OFC. Ich würde sagen, wir genießen einfach nochmal alle Tore des OFCs. Den Luxus sollten wir uns gönnen. Die Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Und wir wollen auf gar keinen Fall verschweigen, dass das hier ein hartes Stück Arbeit war. Homburg, ein sehr starker Gegner. Mit viel Pech aus diesem Spiel rausgebracht worden. Aber nicht nur mit Pech, sondern auch, weil der OFC nach dem frühen Rückstand immer stärker und stärker wurde. Kurz vor der Halbzeit mit dem Elfmeter sich belohnt hat. Und dann eben aber auch genau nach Wiederanpfiff sofort zugepackt hat. Diese starke Flanke von Wachs. Und dann ist Boubacar Berry mit dem Kopf da gewesen. Ja, und dann ging es aber so wirklich dahin für die Homburger. Diese super Hereingabe von Moreno auf den zweiten Pfosten. Stefan Menser macht das, was Stefan Menser in dieser Saison so oft macht. Eiskalt die Dinger zu Ende spielen. Und das macht in dieser Saison auch Irwin Pfeiffer. Ähnlich wie in Trier. Da den Konter gefahren und dann das vielleicht schönste Tor des Abends. Mensah, der seinen Gegenspieler komplett ins Kino schickt. Dieser Heber. Und dann ist es in Lütschivci, der den Ball letzten Endes über die Linie haut. Fantastisches Spiel. Am Mikrofon hat sich Mario Schnelka schon verabschiedet. Der musste schon los. Und Kaspar Lauk, genießt den Abend. Ciao, ihr Leute.